Vielen Dank. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte noch mal ganz kurz was über unser Augenzentrum sagen. Wir sind hier in Münster einer von den großen Zentren mit einem Schwerpunkt Netzhauterkrankungen unter anderem und natürlich auch, dazu gehört natürlich auch die altersbedingte Makuladegeneration. Wir sind insgesamt 150 Mitarbeiter, also ein ganz großes Team und davon sind etwa 30 Ärzte. Und wir bilden auch Assistenzärzte aus, also etwa 15 bis 20 Assistenzärzte haben wir hier bei uns tätig. Und wir machen auch ganz viele Netzhautoperationen, haben also auch 18 Betten hier im Franziskus-Hospital selber. Also das ist das, was wir schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit Jahrzehnten eigentlich schon seit Beginn der Praxisgründung als eines der wichtigen Schwerpunkte hier haben. Und die AMD ist ja eine ganz, ganz zentrale Erkrankung bei den Netzhauterkrankungen. Und da werde ich jetzt schon mal die ganzen Grundlagen berichten. Ich teile mal meinen Bildschirm. Wir haben das gerade ausprobiert. Hat das wunderbar funktioniert. Sie müssten jetzt dann schon mal die Titelfolie sehen. Ja, sehen wir. Wunderbar. Und zu Beginn muss man immer die potenziellen Interessenkonflikte angeben, aber ich kann Ihnen versichern, dass das hier alles neutral präsentiert wird. Ich möchte drei verschiedene Dinge hier besprechen. Ach, ganz zu Beginn nochmal, wenn Sie Fragen zwischendurch haben, Frau Witt, wie machen wir das? Werden die gesammelt und soll man die in den Chat reinstellen oder soll man die direkt zwischendurch beantworten? Also wir hatten so verabredet, ja, nach jedem Abschnitt machen Ja. wir so ein paar Fragen, nicht zu viele, damit wir nicht so den Zusammenhang verlieren. Aber Okay. das ist immer, wenn Sie meinen, jetzt ist Ja. so ein Bereich zu Ende, dann lassen wir ein paar Fragen zu. Genau, An die wunderbar. Zuhörer gerne schon mal die Fragen in den Chat schreiben, weil uns das hilft, die Fragen ein bisschen zu sortieren. Prima. Dann werde ich erstmal über Grundlagen der AMD sprechen, also wie das Ganze überhaupt entsteht. Dann über Untersuchungsmethoden. Da hat sich ja auch in den letzten Jahren einiges getan. Und dann auch nochmal zu den Grundzügen einer möglichen Therapie. Ich versuche da möglichst langsam voranzugehen. Und dann wird Herr Lommatsch dann auch übernehmen und auch weitere Themen bearbeiten, also auch was auf uns zukommt, was wir zukünftig für Möglichkeiten erwarten. Also ich fange jetzt mal mit den Grundlagen an. Insgesamt ist das ja eine Erkrankung, die in Deutschland sehr häufig ist. Also jetzt für die gesetzliche Erblindung, das heißt jetzt nicht, dass das Sehen komplett weg ist, sondern dass die Sehschärfe an sich sehr schlecht geworden ist. Da leiden 4,3 Millionen Leute in Deutschland darunter und die Hälfte davon ist durch diese altersbedingte Makuladegeneration zu sehen. Ich gucke mal gerade, ob man, ich versuche mal hier so einen Laserpointer einzusetzen. Können Sie das sehen? Das ist so ein roter Punkt, der um die AMD kreist. Ist das erkennbar? Nee, ne? Oder meine Maus? Also vielleicht für die etwas seheingeschränkten Menschen wird es schwieriger sein, das zu sehen. Aber sie beschreiben ja das, was sie zeigen, ne? Von Aber diesen daher, roten Punkt kann man sehen, oder? den roten Punkt kann man sehen, der ist sichtbar, aber für jemanden, der schlecht sieht, ist es vielleicht Okay. halt doch nicht so ganz einfach. Okay, verstehe. Aber ich werde ja das meiste eher beschreiben. Also das ist zumindest eines der ganz wichtigen Themen in der Augenheilkunde. Und kommen wir einmal zu den Risikofaktoren. Die Makuladegeneration, die altersbedingte Makuladegeneration, abgekürzt AMD, ist eine Erkrankung der zweiten Lebenshälfte. Also definitionsgemäß haben das Patienten, die über 50 sind. Und es kommt dann dazu, dass es zu einer Beeinträchtigung des Sehens kommt. Also dass es zum Beispiel Schwierigkeiten gibt beim Lesen oder beim Erkennen von Personen. Insgesamt ist das ein sehr großes Spektrum an prinzipiellen Einschränkungen des Sehens. Das kann also, wie gesagt, von minimal oder gar keinen Einschränkungen gehen bis zu einer gesetzlichen Erblindung, was Gott sei Dank nicht mehr ganz so häufig ist. Insgesamt ist eine Erblindung, wie man sie quasi so in der Umgangssprache
benutzt, dass man also, dass das Licht sozusagen im Auge ausgeht, das ist eigentlich eine absolute Seltenheit. Wenn das auch noch, wenn es sehr, sehr schlecht läuft, dann ist immer noch die Orientierung im Raum erhalten. Und insgesamt ist es also eine chronisch progrediente Erkrankung. Was heißt das? Man kann keine Heilung von so einer Makuladegeneration erwarten. Also wenn man diese AMD bekommt, dann wird man die haben. Und dann ist es halt wichtig, dass man die Kontrollen beim Augenarzt wahrnimmt und je nach Situation und je nach Stadium der AMD dann entsprechend auch reagiert. Das ist ganz wichtig, um dann möglichst die Sehschärfe möglichst gut zu erhalten. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, was dann das überhaupt ist, die Makula. Und wenn man sich ja mal dieses kleine Video anguckt, dann ist die Makula ist hier hinten im Auge. Wir haben gerade von hinten den Sehnerven gesehen, der zum Gehirn zieht. Und daneben befindet sich die Makula. Das ist also die Netzhautmitte, da wo die meisten Sehzellen, die meisten Photorezeptoren vorhanden sind. Und die Mitte der Makula, also eine Makula hat also jeder Mensch. Und eine Degeneration ist ja immer eine Erkrankung, die sozusagen einen Verschleiß impliziert. Also das heißt eine Verschleißerscheinung der Netzhautmitte, die vor allem altersbedingt ist. Und dann gibt es nochmal die Mitte der Mitte sozusagen, also die Mitte der Makula ist die Fovea. Das ist häufig auch ein Begriff, der gebraucht wird. Aber Makula im Prinzip erstmal, das ist das, was jeder hat. Und die Makuladegeneration ist eben dann die Verschleißerscheinung hier hinten im Auge, was auch als Augenhintergrund bezeichnet wird. Und wenn man jetzt sich jetzt mal die Bevölkerung anschaut, dann sieht man, dass diese Makuladegeneration mit der Zeit, wenn man zunimmt, also wenn man jetzt die 65-Jährigen sich anschaut, dann haben das 25% und bei den 75-Jährigen haben das schon 35%. Auch teilweise ist das so, dass das gar nicht bemerkt wird, dass man das hat. Und das ist eher so eine, wenn es dann diagnostiziert ist, mehr so eine Zufallserkrankung ist. Es gibt verschiedene Risikofaktoren. Der erste Risikofaktor, der ist der allerwichtigste Risikofaktor, den man auch gar nicht beeinflussen kann, das ist natürlich das Älterwerden. Und dann sind vor allem Frauen betroffen, aber auch Männer. Das ist jetzt nicht so dominant wie bei anderen Erkrankungen, aber so ein bisschen mehr sind die Frauen betroffen. Und ein ganz wichtiger Risikofaktor, den man natürlich beeinflussen kann, ist das Zigarettenrauchen, Nikotinabusus. Da weiß man sehr sicher, dass das auch nochmal einen negativen Einfluss auf die Entwicklung dieser Erkrankung hat. Dann noch genetische Faktoren. Damit meint man eben, dass es auch eine familiäre Häufung gibt. Das heißt, wenn die Geschwister oder die Eltern das hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man also auch so eine Makuladegeneration bekommt. Das ist jetzt aber nicht so, dass das so eins zu eins übertragen wird, sondern dass einfach nur das Risiko insgesamt ein bisschen höher ist. Wenn man sich jetzt ganz, ganz schlecht ernährt, dann scheint das auch ein Risiko zu sein. Und blaues Licht, da ist man sich schon nicht mehr sicher. Es gibt ja auch entsprechende Linsen, die man einpflanzt ins Auge, die so ein blaues Licht herausfiltern. Da ist man sich sehr unsicher, ob das überhaupt was bringt. Also die wichtigsten Sachen sind auf jeden Fall Alter und das Zigarettenrauchen. Da ist man sich sehr, sehr sicher, dass das eben eines der Risikofaktoren ist. Dann, was sind die Symptome? Das werde ich jetzt gleich nochmal zeigen, auch an Bildern, wie man sich das vorstellen kann. Das ist zum einen das Verzerrtsehen, man sagt dazu Metamorphopsien, dann so einen grauen Fleck in der Mitte, der mehr oder weniger durchsichtig oder undurchsichtig sein kann. Und dann natürlich auch eine Minderung der Sehschärfe. Das bemerkt man dann, wie schon gerade erzählt, zum Beispiel beim Lesen oder beim Erkennen von Details. Und wenn das jetzt eine sehr ausgeprägte Makuladegeneration wäre, dann würde man eben sozusagen versuchen zu lesen. Man könnte aber die Sachen, die in der Mitte sind, gar nicht sehen. Das wäre jetzt also schon ein sehr fortgeschrittener Befund einer Makuladegeneration. Und was auch typisch ist, das sind solche so verbogen sehen, dass also gerade Linien, die normalerweise gerade sind, dass die verbogen gesehen werden. Das können solche U-Bahn-Stangen sein, das können aber auch ganz normal zu Hause die Kacheln im Badezimmer sein, das können Tür- und Fensterrahmen sein oder auch die Dachrinne am Nachbarhaus. Das wird häufig berichtet. Also das sind typische Zeichen von einer Makuladegeneration.
Oder auch, dass dann sich in der Mitte, dass es dieses verzerrt sehen, dass es also so eine Kombination aus allem ist, dass man weiter verzerrt sieht oder dass eben dieser dunkle Fleck zentral entsteht. Das sind jetzt Sachen, die über Tage und Wochen entstehen können oder teilweise Monate. Und wenn man sowas bemerkt, dann muss man sich natürlich sehr schnell innerhalb am besten weniger Tage beim Augenarzt melden, um dann entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Was sind weitere Symptome? So eine Veränderung der Farbwahrnehmung. Man sagt also eine Entsättigung von Farbtönen. Das kann noch ein Symptom sein, aber auch vermindertes Kontrastsehen. Wir haben ganz viele Leute, die sagen, sie können einfach in so einem Zwielicht oder wenn man nicht ganz so eine gute Beleuchtung hat, können da nicht mehr ganz so gut sehen. Also das heißt, dann ist man auf eine sehr gute Beleuchtung angewiesen. Und was auch auffällt, vielleicht jetzt nicht hier in den Breiten, aber wenn man mehr so aus dem deutschen Mittelgebirge oder aus dem Schwarzwald kommt, wenn man also so eine verzögerte Hell-Dunkel-Anpassung, Fahrt in den Tunnel ist so ein typisches Beispiel. Also das kann natürlich dann gefährlich werden, wenn man Auto fährt und das dann nicht mehr so schnell funktioniert. Aber auch ganz alltägliche Situationen, dass man sich im Keller vielleicht nicht mehr ganz so gut zurechtfindet, obwohl das früher eigentlich immer ganz gut ging. Was ist nun die Entstehung und Entwicklung? Was ist der Hintergrund von diesen ganzen Veränderungen? Das sind die Veränderungen im Bereich der Sinneszellen, der sogenannten Photorezeptoren. Das sind ja hochaktive Zellen, die also die Lichtsignale oder die das Licht in Signale für das Gehirn umwandeln. Und da gibt es natürlich einen lebenslangen Umbau- und Reparaturprozesse. Und die dann eben mit dem Älterwerden, wo dann es zu kleinen Störungen kommt, sodass sich dann ein sogenannter ein Zellmüll unter der Netzhaut ablagert. Also das sind dann die sogenannten Drusen. Also das sind so kleine, wie so kleine Schuttberge unter der Netzhaut. Das wären also Frühzeichen schon von einer Makuladegeneration, von einer AMD. Und das kann eben dann zu einer zunehmenden Schädigung der Netzhaut führen und zu einer weiteren Voranschreiten der AMD. Ich möchte noch mal zeigen, wir haben das Bild gerade schon gesehen, wo diese Drusen entstehen. Also wir haben ja gesagt, hier hinten ist die Makula, also die Netzhautmitte, der Punkt, der am wichtigsten ist für das Auge, für das Scharfsehen. Und in diesem Bereich bilden sich dann diese gelblichen Ablagerungen. Das sind auch Prozesse, die über Jahre und Jahrzehnte voranschreiten können oder entstehen. Das ist also nichts, was jetzt von jetzt auf gleich kommt, sondern das sind eben Ablagerungen, die mit dem Älterwerden sich dort zeigen dann. Das hatten wir gerade schon. So, jetzt möchte ich nochmal auf die, ich muss mal gerade versuchen, hier mein. Jetzt ist es schon besser, genau. Ich möchte einmal noch mal eine kurze Einteilung, das ist eine ganz grobe Einteilung, noch mal mit Ihnen besprechen, weil das gibt halt viele Begriffe. Manche sind schon wieder ein bisschen veraltet oder manche sind sozusagen sehr medizinisch, die anderen mehr umgangssprachlich. Und dass man das einmal versteht. Es gibt zum einen die frühen Formen der Makuladegeneration, die also sehr langsam voranschreiten und auch häufig nicht so eine wirkliche Sehbeeinträchtigung machen. Und dann gibt es die späten Formen einer Makuladegeneration, die einfach auch die für eine sehr deutliche Sehverschlechterung führen können. Da möchte ich einmal ganz kurz mit Ihnen durchgehen. Hier auf der linken Seite sieht man also die frühen Arme, eine frühe AMD. Das sind also eine Makuladegeneration, bei dem man diese Drusen, diese Ablagerung unter der Netzhaut sieht. Und eine frühe AMD im engeren Sinne ist eben, wenn das nicht allzu viele Drusen sind, sondern nur ein paar. Und bei dieser sogenannten intermediären AMD, da sind das schon sehr viele Drusen, die auch teilweise so zusammenfließen und die auch schon dann, wenn die gerade unter der Netzhautmitte, unter der Mitte der Mitte, also der Fovea liegen, auch dann schon mal zu einer Sehbeeinträchtigung führen können. Dann zu den späten Formen. Da gibt es diese trockene Spätform, man sagt dazu auch geografische Atrophie. Das sind gerade bei hochbetagten Patienten eine Unterform. Da kommt es zu einer Netzhautverdünnung. Da werde ich gleich nochmal was dazu sagen, was das überhaupt bedeutet, diese Netzhautverdünnung. Und dann gibt es diese feuchte Form, die sehr berüchtigt ist, weil sie nämlich sehr schnell, also über
wenige Wochen hinweg zu einer bleibenden, unwiderruflichen Sehverschlechterung führen kann. Und das ist auch diese Form, die man dann mit Spritzen behandeln muss, damit es eben nicht zu einer bleibenden Sehverschlechterung kommt oder zumindest zu einer Verlangsamung oder zu einem Abbremsen des ganzen Prozesses. Jetzt möchte ich nochmal kurz, das wird auch häufig gefragt, warum bekommt man denn diese Makuladegeneration oder warum bekomme ich denn diese Makuladegeneration? Das fragen viele Patienten. Wenn man jetzt ich gehe jetzt erstmal auf den unteren Bereich rein, also wenn jetzt Menschen 150 Jahre alt werden würden, dann würde jeder Patient, jeder Mensch so eine Makuladegeneration bekommen. Dann würde das vielleicht, das ist jetzt rein spekulativ, aber das ist ein Gedankenexperiment, man würde dann vielleicht mit 100 irgendwann so eine frühe Makuladegeneration bekommen und irgendwann würde das in eine trockene Spätform übergehen, also in eine Netzhautverdünnung, bis man dann irgendwann mit 150 stirbt. Also diese Verschleißerscheinung, die ist sozusagen ein normaler Prozess, der jeder bekommen würde, wenn die Menschheit einfach nur sehr viel älter werden würde. Und wenn man jetzt eben eine besondere genetische Veranlagung zum Beispiel hat oder wenn man sehr viel geraucht hat, dann bekommt man eben diesen Prozess sehr viel früher im Leben. Nämlich schon, dass das mit 50 etwa losgeht, dass man dann diese Drusenablagerung, diese frühe AMD bekommt und dass man dann zum Beispiel eben eine geografische Atrophie bekommt, also eine Netzhautverdünnung. Ja, das heißt einfach, dieser Prozess ist relativ gesehen einfach sehr viel weiter nach vorne gezogen und die meisten bekommen das eben nicht mit, weil sie schon vor dem 100. Lebensjahr versterben. Ne? Und das heißt, wenn man, dass einfach diese genetische Veranlagung dafür verantwortlich ist, dass man das etwas früher bekommt. Und auf diesem Weg zur Netzhautverdünnung, jetzt würde ich gerne einmal klicken, jetzt müsste da einfach, genau, dann kann man als Komplikation dieses quasi normalen Prozesses eine feuchte Makuladegeneration bekommen. Das kann man also als Komplikation von diesem Verschleiß sehen. Und diese Patienten, die eben nicht diese Veranlagung haben, das früh im Leben zu bekommen, die würden das genauso, würde ein Teil von diesen Leuten genau das auch bekommen. Das heißt, diese feuchte Makuladegeneration ist also eine Komplikation von diesem natürlichen Verschleiß. Jetzt möchte ich mit Ihnen einmal noch mal kurz diese verschiedenen Unterformen durchgehen und zunächst auf die frühe AMD im engeren Sinne eingehen. Da zeige ich Ihnen einfach mal ein paar Bilder. Das sind also solche Drusen, das sind also ganz viele Ablagerungen im Bereich der Makula, also im Bereich der Netzhautmitte. Und diese Ablagerungen, die stören meist nur wenig. Und sie sind unterhalb der Photorezeptoren, also unterhalb dieser Sinneszellen, aufgrund dieses ganzen Sehvorganges haben die sich dort abgelagert und werden vom Augenarzt zwar gesehen, aber vom Patienten häufiger nicht bemerkt. Auch das gibt es auch noch mal viel dezenter natürlich ausgeprägt. Da gibt es sogenannte harte und weiche Drusen. Einfach, das kann man als Augenarzt unterscheiden, ist aber für die eigentliche Entwicklung nicht wichtig. Auch mal hier nochmal ein Bild, das sind immer diese gelben Tupfen. Das ist das, was man also als Drusen bezeichnet. Und die können dann eben konfluieren, also das heißt zusammenfließen. Das wäre jetzt schon eine sogenannte intermediäre AMD. Das sind Patienten, die, warum macht man diese Unterscheidung? Weil das eben auch für die Therapie wichtig ist. Hier gibt es keine Therapie im Sinne von einem Medikament, aber wir werden später noch auf die Nahrungsergänzungsmittel eingehen. Das wären jetzt zum Beispiel Patienten, die davon profitieren würden. Dann die Patienten mit der intermediären AMD. Jetzt hatten wir gerade schon ein paar Bilder gesehen. Hier einmal nochmal so ein sogenanntes OCT, eine Schichtaufnahme. Und Sie sehen vielleicht hier, dass also hier so eine Senke ist. Das ist also die Fovea centralis, die Mitte der Mitte. Und wenn eben in diesem Bereich solche Drusen, solche Ablagerungen zu sehen sind, dann wird das sicher den Patienten schon stören und die Sehschärfe wird wahrscheinlich schon etwas reduziert sein und auch so ein Wellensehen wird bemerkt werden. Also es ist immer wichtig, wo diese ganzen Veränderungen sind. Dann kommen wir zu diesen Spätformen. Also späte Form heißt, dass das also schon gravierendere Veränderungen sind, die auch tatsächlich dann
deutliche Sehverschlechterung nach sich ziehen können. Und diese geografische Atrophie, da muss man sagen, das sind wirklich sehr hochbetagte Patienten. Meistens gibt es natürlich auch schon im früheren Leben, aber typischerweise, das sind das die Leute, die weit über 80 alt sind. Und es kommt dann eben zu einem Untergang von diesen Netzhautzellen. Manchmal gibt es auch, dass die in eine feuchte Form übergehen können. Da gibt es also auch solche Mischformen. Hier nochmal so ein Bild. Man sieht, vielleicht können Sie das erkennen, hier wie so ein landkartenartiges Areal, was so ein bisschen oranger hervorsticht. Und das ist diese Netzhautverdünnung. Und dort sind eben dann die Sinneszellen nicht mehr vorhanden, sondern sind nur noch quasi so Reststrukturen der Netzhaut vorhanden. Und deswegen kann man dort nicht mehr gut sehen. Hier nochmal so ein Bereich, das ist ein bisschen mehr ausgestanzt. Und ich überspringe jetzt auch mal ein bisschen, weil ich sehe, dass wir schon in der Zeit ein bisschen vorangekommen sind. Nochmal jetzt zu den feuchten Formen. Da gibt es eine ganze Reihe an Unterteilungen. Aber das ist mehr so für den Arzt wichtig, sondern für den Patienten ist wichtig, dass das also plötzlich zu einem Verzerrtsehen führt und zu einer plötzlichen Sehverschlechterung und auch einer relativ schnellen Sehverschlechterung. Also plötzlich meine ich in dem Sinne dann, wenn also, dass das innerhalb von Tagen und wenigen Wochen passiert. Und die Grundlage dafür ist immer, dass ein Gefäß in die Netzhaut, wo es nicht hingehört. Und vielleicht kann man das hier sehen, man sieht hier so eine Flüssigkeitsblase in der Mitte und es kann auch in den Bereich dann bluten, wie man hier auf dem Bild sieht. Und wenn man jetzt nichts machen würde, dann würde hier so eine weißliche Narbe sich bilden und das Sehen wäre wirklich sehr, sehr schlecht, so wie wir das gerade schon vorhin gesehen haben mit dem Lesebeispiel. Das wäre jetzt also die erstmal zu den Grundlagen und da können wir auch gerne schon so eine erste Fragerunde einlegen. Und bevor wir dann zu dem Themengebiet der Diagnostik mit der Selbstuntersuchung und der Untersuchung durch den Augenarzt kommen. Gab es denn schon Fragen im Chat? Im Chat? Ja, stellen Sie gerne Ihre Fragen, beziehungsweise heben Sie die Hand mit Alt und Y, damit wir wissen, dass Sie eine Frage haben. Und die Frage im Chat lautet, mein Mann hat auf beiden Augen ein Makulaödem wegen Zentralvenenverschluss. Das passt doch alles auch auf ihn, oder? Also was auf jeden Fall passt, ist die Stelle, wo dieses Makulaödem auftritt. Ja, da hatte ich ja am Anfang diese Grafik oder diese kleine Animation gezeigt, dass also direkt neben dem Sehnerven die Makula ist. Und im Bereich der Makula, da, wenn dort eben eine Erkrankung sich abspielt, dann führt das ganz häufig zu einer Sehbeeinträchtigung. Jetzt diese Zentralvenenverschlüsse oder Gefäßverschlüsse ist auch eine zweite große Gruppe, die häufig eben im Bereich der Netzhautsprechstunde vorkommt. Diese Wasseransammlung, das ist sozusagen die Endstrecke von vielen Erkrankungen, aber das ist keine Makuladegeneration. Also das ist mehr eine Gefäßerkrankung der Netzhautmitte, wo es zu sowas wie Thrombosen oder Durchblutungsstörungen gehört. Das ist also eine andere Schublade, aber dieselbe Stelle und auch mit ähnlichen Symptomen. Ja, erstmal Dankeschön. Ich sehe, dass wir jetzt im Moment keine Fragen haben. Kann man mich hören? Kann man mich hören? Ja. Ja. Also ich hätte nicht eine Frage. Ich wollte, doch, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe in einer Gesundheitssendung einen Beitrag gehört. Und zwar geht es um die Medizinische Hochschule in Hannover. Ein Augenarzt hat Studien gemacht. Und zwar in Richtung trockener AMD. Und bei den Studien, eine Studie ist abgeschlossen worden mit Spritzen und im Moment läuft eine Studie mit Tabletten. Und diese Studie mit den, also diese beiden Studien werden von den USA
in diesem Jahr im November abgeschlossen und wahrscheinlich zugelassen. Und der Augenarzt sagte, es gebe also eine Hoffnung für die Makula, die Patienten, die betroffen sind, fürs nächste Jahr. Und im nächsten Jahr, 2023, sollen die Studien abgeschlossen sein und die Medikamente schon auf den Markt kommen. Was sagen Sie dazu? Genau, also das ist greife ein bisschen vor. Ja, ich gerade gebe mal gleich dem Dr. Lomatsch das Wort, der hat schon die Hand gehoben. Oh, okay. Das ist im Prinzip richtig. Es gibt weltweit ein multizentrische, sind das Studien, das sind Zulassungsstudien für Medikamente zur geografischen Atrophie. Das ist richtig, das ist, sind auch diese Zulassungsstudien sind abgeschlossen. Aha. Ja. Aber zum Medikament in Form von Tabletten, da sieht es noch ein bisschen dünn aus. Die beste Chance haben nochmal Spritzen. Ja. Und die haben gezeigt, dass es keine Heilung ist. Das ist das Neue im Gespräch mit dem Patienten. Ja. Es gibt keine Heilung, sollte auch nicht Therapie genannt werden. Was man erreichen kann, ist, dass genau diese Fläche, die wir hier in dem Bild nochmal sehen, ja, weniger schnell in die Breite wächst. In 2 Jahren 20% weniger Ausbreitung der Fläche. Ach. Aha. Also man kann sie nicht heilen, sondern man kann die Geschwindigkeit der Verschlechterung in die Zukunft delegieren. Und deshalb ist auch nicht mit einer Sehverbesserung zu rechnen, sondern mit einem Erhalt über einen längeren Zeitraum. Das ist die Limitation fürs Verständnis, dass es also keine Heilung erstmal ist. Und da gibt es viele Ansätze. Ich sage nachher später vielleicht auch noch ein paar Sätze dazu. Ah ja, und die Tabletten, würden die jetzt anders wirken oder auch in der Richtung, dass man das nur aufhalten kann? Auch in dieser Richtung, auch in diese Richtung. Also das haben wir nachher nochmal genau als Thema. Danke. Und, den Namen der Medikamente? Gibt es keinen Namen, das sind ja erstmal Wirkstoffe die Zulassung steht, wie gesagt, noch aus und die wird sich, glaube ich, bei der europäischen Zulassungsbehörde verzögern. Also ich wäre sehr zurückhaltend zu sagen, im nächsten Jahr wird das schon da sein. Ja, der Augenarzt hatte das so gesagt. Ich habe das nur so wiedergegeben. Ja, ich bedanke mich. Dankeschön. Vielleicht noch kurz von meiner Seite, Sandra Jansen hier, für alle, die den Beitrag auf dem NDR nicht gesehen haben. Ich habe den Link in den Chat gestellt. Eine hervorragende Reportage. Dankeschön. Ja, Herr Gutfleisch. Ja, dann fange ich mit der Diagnostik an. Da ist ja erstmal ganz wichtig, dass man sich auch selber untersucht, wenn man eine Makuladegeneration hat. Da gibt es eigentlich nur 2 Sachen, die sind sehr einfach durchzuführen. Das ist zum einen die Sehschärfeprüfung. Wir haben immer wieder Patienten, die uns das genau beschreiben, die sich zum Beispiel auf einen bestimmten Platz setzen, der sich nicht verändert, irgendwo auf dem Sofa und dann sagen, ich kann, wenn ich dort sitze, genau zum Beispiel die Anzeige auf dem Fernseher sehen oder die Uhr von einem bestimmten Platz ablesen. Da ist natürlich wichtig, dass man das andere Auge unbedingt abdecken muss, weil wir haben immer wieder Patienten, die schon mit einer ganz fortgeschrittenen Makuladegeneration kommen und es nicht bemerkt haben, weil das Auge in der Lage ist, auch solche Sehverschlechterungen, wie wir sie hier sehen, einfach zu unterdrücken und einem vorzugaukeln, dass alles wunderbar ist. Also man muss immer die beiden Augen stets voneinander getrennt prüfen, um das auch wirklich sicher zu machen. Das Gleiche gilt für das sogenannte Amsler-Gitter, dass man beim Augenarzt bekommt oder das kriegt man auch beim Optiker oder kann man sich einfach selber ausdrucken, sozusagen gibt es genügend Vorlagen, dass man auf diesen Punkt in der Mitte hier guckt, das Ganze muss man in einem Leseabstand halten, das andere Auge abdecken und wenn die Linien gerade sind, dann ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen und wenn sie wie auf der rechten Seite zu sehen verzogen sind, dann ist das immer erstmal ein Zeichen, wenn man das kennt, ist es in Ordnung, wenn man sieht, dass sich das verändert, dann muss man auf jeden Fall auch innerhalb weniger Tage zum Augenarzt gehen. Alternativ kann man, wie ich schon vorhin gesagt habe, zum Beispiel die Kacheln im Badezimmer oder in der Küche angucken. Dann die Untersuchung beim Augenarzt. Da hat sich sehr, sehr viel getan in letzter Zeit. Ich möchte nochmal ganz wichtig sagen, die Weitstellung der Pupille ist wichtig, dass man hinten das Auge sehen kann. Also hier nochmal der Bereich, damit gemeint ist, dass man die Pupille weitstellt und dann hinten die Netzhautmitte sich angucken kann. Dann haben wir nochmal hier den Augenhintergrund. Der
Das war eigentlich nochmal dazwischen gerutscht. Jetzt zeige ich nochmal die Farbstoffuntersuchung. Also da kann man eben den gezeigten Augenhintergrund sich anschauen. Da wird also ein Farbstoff in eine Armvene gespritzt und dann verteilt er sich innerhalb von 20 Sekunden im ganzen Körper, in den ganzen Gefäßen, auch in den Augengefäßen. Und dann kann man mit einer Spezialkamera die Durchblutung sich anschauen. Und eben auch solche krankhaften Gefäße, die in die Netzhaut eingewachsen sind, darstellen. Das sind die ersten Bilder von 1960. Und da hat sich einiges getan. Heutzutage kann man nicht nur die zentrale Netzhautmitte sich angucken, sondern man kann auch weiter in die Peripherie und noch weiter in die ganzen Peripherie schauen, sodass man einen großen Teil der Netzhaut sich angucken kann. Für die Makuladegeneration ist eben die Netzhautmitte wichtig, aber es laufen derzeit auch Studien, um zu gucken, ob im Außenbereich der Netzhaut vielleicht wichtige Veränderungen auch noch passieren, die man noch gar nicht kennt. Auch solche Fundusfotos, also Netzhautfotos, können wichtig sein, um zum Beispiel Blutungen zu sehen und zu dokumentieren. Hier sehen Sie jetzt einmal auf der linken Seite ein Foto und die dazugehörende Farbstoffuntersuchung, wo man hier in der Mitte, dieser hell leuchtende Kreis ist also dieses Gefäß, was dort eingewachsen ist. Es wird leider nur noch selten durchgeführt. Wir haben das früher sehr, sehr viel häufiger durchgeführt. Aber es ist auch heute zur Diagnosesicherung vorgeschrieben, dass man das bei der Erstvorstellung, bei der Diagnose der feuchten Form durchführt, um auch solche seltenen Formen einer Makuladegeneration wie dieses hier, das heißt polypoidale, choroidale Neovaskulation, brauchen Sie nicht merken, aber das sind Sachen, die auch immer wieder vorkommen und die auch dann etwas anders therapiert werden. Deswegen muss man diese Farbstoffuntersuchung nochmal am Anfang durchführen, auch wenn es insgesamt seltener geworden ist. Dann die sogenannte Fundusautofluoreszenz. Da kann man gerade die angesprochene Netzhautverdünnung sehr gut darstellen, weil man dann diese schwarzen Bereiche sieht. Und das Wichtigste von allen, auch bei weiter Pupille am besten durchgeführt, ist die sogenannte OCT-Aufnahme. Das ist also eine Schichtaufnahme des Bereiches hinten, wo die Makuladegeneration stattfindet. Und dann wird mit einem Laserverfahren hier die Makula abgescannt und man kann mittlerweile sehr, sehr genau sehen, ob dort krankhafte Prozesse erstmal überhaupt vorhanden sind und ob die sich im Vergleich zu Vorvisiten beim Augenarzt irgendwie verändert haben. Und wir schauen uns jetzt genau diesen Bereich nochmal an. Das wäre jetzt hier so eine Aufnahme von einem normalen Makula. Da sieht man eben diese Senke, die Fovea, der gelbe Fleck auch genannt. Das sieht alles sehr, sehr gut aus auf dem Bereich. Und wenn man eben eine feuchte Makuladegeneration hat, dann sehen Sie sofort, dass dieser Bereich sich ändern kann durch verschiedene Flüssigkeiten. Zum Beispiel hier der grüne Pfeil, das ist also dann Flüssigkeiten in der Netzhaut. Wir haben aber auch Flüssigkeiten unter der Netzhaut und dann nochmal unter der Schicht, unter der Netzhaut, sogenannte Subpigmentepithelialflüssigkeit. Ist nicht ganz so wichtig, aber es gibt, da werde ich nachher nochmal ein Beispiel zeigen, warum das wichtig ist, dass der Augenarzt zumindest diese verschiedenen Bereiche nochmal mit so einer Schichtaufnahme unterscheiden kann. Damit kann man sehr, sehr gut Verlaufskontrollen machen und so als primäres Ziel ist immer, dass die Netzhaut so gut wie ohne Flüssigkeit ist. Dann gibt es auch hier nochmal eine Weitwinkelaufnahme. Dann gibt es noch ganz moderne Verfahren, OCTA, also eine OCT-Angiografie. Das möchte ich nur einmal ganz kurz vorstellen, damit Sie das schon mal gehört haben. Das ist noch nicht so ganz in der Klinik angekommen, aber für sehr spezielle Fragestellungen haben wir das als Netzhautzentrum auf jeden Fall da. Und man kann dann doch noch mal eine andere Perspektive auf eine Gesamtsituation darstellen. Hier zum Beispiel diese klassische Farbstoffuntersuchung, die wir auf dem linken Auge sehen, auf dem linken Bereich sehen und dann das entsprechende Bild aus dieser Spezialuntersuchung. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber einen Bereich nochmal, weil das auch viel gefragt wird, was macht denn überhaupt so eine Spritze, wenn man, Sie haben das vielleicht schon gehört, da werde ich gleich noch drauf eingehen, so eine Spritzentherapie, die zeigt eben,
dass so ein, eine, dass sowas eben wieder zurückgedrängt werden kann. Das, was wir hier sehen, ist die sogenannte Gefäßeinsprossung. Das ist der Grund allen Übels. Das sieht man hier in dieser rechten Kolumne, dass also ein Gefäß in die Netzhaut einwächst, wo es nicht hingehört und dann auch größer werden kann. Und das ist das, was dann zu so einer Narbenbildung führen kann, was wir gerade schon als große weiße Scheibe hinten, narbige Scheibe, narbiger Umbau im Bereich der Netzhautmitte sehen. Es gibt verschiedene Subtypen von, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, die man halt auch verschieden betrachten muss. Das geht schon mehr in die fachärztliche Richtung. Nur, dass Sie das mal gehört haben, dass es verschiedene Subtypen nochmal von so einer Makuladegeneration, einer feuchten Makuladegeneration gibt. Und wir haben jetzt nochmal Zeit für Fragen für diese Diagnosenbereiche, bevor ich dann nochmal auf die Therapie eingehen werde. Können wir vielleicht nochmal an Sie, würde ich gerne an Sie nochmal geben, Frau Witt, ob es da nochmal Fragen gab. Also eine Frage haben wir schon im Chat. Warum muss man bei festgestellter AMD die OCT-Untersuchung selber bezahlen, wenn sie doch wichtig sind? Ja, das ist eine häufig gestellte Frage und da muss man eigentlich immer irgendwas sehr Unlogisches vermitteln, weil das halt häufig eben nichts mit Logik zu tun. Also es gibt ja die solche Formen, wenn man also eine feuchte Form hat, dann wird das von der Kasse übernommen. Man muss also diese Untersuchung, wenn man aber keine sichere feuchte Form hat, dann wird das häufig von der Kasse nicht übernommen. Man muss dazu sagen, dass das ein Flickenteppich ist von verschiedenen, also das hängt von der Ärztekammer zusammen mit verschiedenen Verträgen. Das kann also am Bodensee ganz anders sein als am Hochrhein oder im Münsterland. Das ist je nachdem, zu welcher Kassenärztlichen Vereinigung der Arzt zugeordnet ist. Und dann ist das noch unterschiedlich zwischen den Krankenkassen. Das ist ein wirkliches Durcheinander. Und man muss leider auch häufig sagen, dass das mit Logik nicht viel zu tun hat, sondern dass das einfach Verträge sind. Aber man kann sich sicher sein, dass in diesen, da habe ich es noch nicht anders gehört, wenn man also tatsächlich eine feuchte Form hat, dass zur Verlaufskontrolle die Kosten in dem Fall übernommen werden. Ja, die Frau Assenheimer hat die Hand gehoben. Frau Assenheimer? Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn man die OCT-Untersuchung macht, heißt das dann, muss diese Farbstoffuntersuchung nicht gemacht werden? Also das ist so, wenn man eine feuchte Form neu diagnostiziert, dann muss automatisch diese Farbstoffuntersuchung auch gemacht werden, einmalig, um eben die Diagnose zu sichern. Oder wenn man jetzt therapiert mit diesen Spritzen, auf die ich noch gleich zurückkommen werde, man hat eine sehr lange Pause, zum Beispiel jetzt 2-3 Jahre Pause, braucht man keine Spritzen und es geht wieder los, dann muss man diese Farbstoffuntersuchung nochmal durchführen. Das hat den Hintergrund, weil es eben auch dass man einfach auch schaut, welcher Subtyp das ist. Also verschiedene feuchte Formen gibt es ja und das hat auch mal für den Augenarzt eine Konsequenz, ob man eher so ein bisschen proaktiv, also in dem Sinne lieber ein bisschen zu viel spritzen als zu wenig, dann auch eben Folgen hat oder dass man ein bisschen zögerlicher therapieren kann oder dass es teilweise eben, dann kann man eben auch teilweise spezielle Subtypen oder seltene Formen herausfinden. Das hat also qualitätserhaltende Wirkung, wenn man diese Farbstoffuntersuchung dann mal machen muss. Das hat man früher sehr viel mehr gemacht. Das ist sehr, sehr in den Hintergrund getreten. Und aber es sollte, also da kämpfen wir auch für, dass das nicht ganz rausfällt, weil man dann die ganze Perspektive verliert, die Fluoreszenzangiografie auch bietet. Danke. Ja, gibt es noch weitere Fragen zu den diagnostischen Maßnahmen? Anscheinend nicht. Das sind wahrscheinlich Fragen, die schon häufig geklärt worden sind, beziehungsweise Sie haben es gut erklärt.
Dann würde ich sagen, könnten wir weitermachen. Dann komme ich zum letzten Kapitel, nämlich der Therapie. Das ist ja ein sehr wichtiger Bereich. Jetzt kann ich hier irgendwie gar nicht weiterklicken. Mal gerade gucken. So. Also was viele bestimmt schon wissen, dass man diese feuchte Unterform der Makuladegeneration mit Spritzen behandelt. Aber es gibt auch eine Therapie dieser intermediären Form. Also was ich vorhin sagte, das sind diese, wenn man sehr viele Drusen hat. Und es gibt da eine sehr bekannte Studie, die sogenannte AREDS-Studie. Und die hat eben auch das sind Reporter aus dem letzten Jahr, die hat gezeigt, dass gerade bei dieser Netzhautverdünnung dass halt dieses Voranschreiten oder diese Vergrößerung dieser Fläche von dünner Netzhaut damit durchaus auch verlangsamt werden kann. Also, und das ist nicht zu verachten, die Wirkung. Das geht schon fast in diese Richtung, die auch diese Spritzen bieten. Das ist natürlich immer individuell unterschiedlich, aber insgesamt diese mediterrane Ernährung, also mit viel unprozessierten Ölen und wenig rotem Fleisch und viel Gemüse und Nüsse und so weiter, Hülsenfrüchte, das ist jetzt alles keine Überraschung, aber das sind halt auch Ernährungsformen, die tatsächlich diese Ausbreitung von dieser trockenen Spätform positiv beeinflussen können. Diese AREDS-Studien, das sind sehr wichtige Studien, weil das nämlich sehr gut gemachte Studien sind, die sind auch schon, gibt es zwei Stück. Die AREDS-1-Studie, die ist schon sehr alt, aber sehr gut gemacht. Da hat man erstmal eine Kombination aus Vitamin- und Spurenelementen untersucht und man hat halt gesehen, dass Patienten, die so viele Drusen haben, also diese intermediäre AMD, dass man deren Verlauf verlangsamen kann, um dieses Umschlagen in eine feuchte Form auch, dass das Risiko dadurch reduziert wird. Dazu muss man sagen, sollte man nur geben, wenn man Nichtraucher ist, mindestens 3 Jahre und eine gute Leberfunktion hat, wegen des Beta-Carotin, weil das gezeigt hat, dass das ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko mit sich trägt. Und in der zweiten, das können wir einmal überspringen, in der zweiten AREDS-Studie, da ist eben dieses Beta-Carotin durch andere Stoffe, Lutein und Zeaxanthin, ersetzt worden und auch noch ein bisschen an den anderen Sachen etwas verändert worden. Und man kann eben diese Nahrungsergänzungsmittel, die man ja erwerben kann in der Apotheke zum Beispiel, auch dann bei Rauchern geben. Also man muss diese Frage nicht mehr stellen, ob jemand Raucher ist oder nicht. Und Herr Gutfleisch, wir haben eine Frage im Chat. Ja, gerne. Bringt AREDS-1 auch bei fortgeschrittener AMD noch etwas? Also diese Frage wird sehr häufig gestellt und man muss immer sagen, dazu gibt es keine Daten. Häufig liegt aber die Situation vor, dass bei einem Auge zum Beispiel eine feuchte Makuladegeneration vorliegt und auf dem anderen Auge eine trockene Form, also eine frühe Form. Und dann würde man zum Beispiel sagen, dann hilft es zumindest, das eine Auge in diesem Voranschreiten zu verlangsamen und das Risiko für so eine feuchte Form zu reduzieren. Aber es gibt keine Daten und es spricht auch nichts irgendwie unbedingt dafür, dass das bei dieser feuchten Form was bringt. Danke. Weil nämlich bei der feuchten Form, da muss man schon ein bisschen tiefer in die Behandlungskiste greifen, weil einfach hier eine sehr schnelle Sehverschlechterung droht. Und wir haben schon andere Therapieformen überwunden mittlerweile. Lasertherapie wurde, als ich angefangen habe mit Augenheilkunde, Anfang der 2000er, der Nullerjahre, wurde das noch teilweise gemacht, weil das ist heutzutage überhaupt nicht mehr üblich. Photodynamische Therapie ist auch durchgestrichen. Das kommt bei ganz seltenen Subtypen, kann man das nochmal machen, aber das wird eigentlich... ist eh mittlerweile ein akademisches Problem, weil dieses Präparat nicht mehr in Produktion ist und gerade zu einem Produktionsstillstand gekommen ist. Also das kann man mittlerweile mehr oder weniger vergessen als Patient.
Aber was einem, wenn man so eine feuchte Form hat, auf jeden Fall empfohlen wird, sind solche sogenannte Anti-VEGF-Therapie. Das sind also Spritzen in das Auge. Das wird sehr breit angewendet. Es hat auch eine sehr gute Wirkung, aber es hat auch natürlich manche Nachteile, die insbesondere mit der Durchhaltbarkeit, also wie ob man das in sein Leben so irgendwie integrieren kann, zu tun haben. Da wird Herr Professor Lomatsch noch drüber sprechen. Manchmal müssen wir auch operative Verfahren anwenden. Das sind aber auch tatsächlich nur Einzelfälle, Gott sei Dank. Aber auch denen muss geholfen werden. Da werde ich noch mal ganz kurz später drauf eingehen. Also Doktor, der ganz gut, vielleicht darf ich Sie noch mal unterbrechen, ja, weil bitte. Es kommen noch mal Fragen hier in den Chat zu Nahrungsergänzungsmittel und trockener AMD. Ich denke, Sie bewegen sich jetzt von der trockenen schon wieder weg. Ist das richtig? Ja. Und die Frage war, nützen bei der trockenen AMD im Alter von 49 Jahren irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel schon etwas? Und also die weiterführende Frage einer anderen Teilnehmerin ist, und bei fortgeschrittener trockener AMD nutzen da Nahrungsergänzungsmittel etwas? Genau, also kann ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also bei wenn man jetzt fortgeschrittene frühe, also auch wenn das erstmal sich kontraintuitiv anhört, also diese frühen Formen, das heißt weder Verdünnung noch feuchte Formen, also diese Form, wo nur Drusen vorkommen, wenn also diese Drusen besonders ausgeprägt sind, dann nützen diese Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich was. Jetzt muss man natürlich noch mal ganz klar sagen, was bedeutet denn überhaupt nützen? Also man darf darunter nicht verstehen, dass wenn man diese Tabletten nimmt oder diese Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dass das Sehen besser wird. Das wird man nicht bemerken dadurch. Deswegen, also wenn das unter Nutzen verstanden wird, dann ist das nicht der Fall. Aber sie nutzen in dem Sinne, dass man weiß, dass diese Patientengruppe oder diese Studiengruppe, die diese Nahrungsergänzungsmittel gegessen haben, dass die weniger häufig zu dieser feuchten Form sich umgewandelt haben. Das ist der Nutzen aus diesen Nahrungsergänzungsmitteln. Nichts anderes. Man fühlt das nicht, man sieht nicht besser. Man muss quasi auf diese Studiendaten, die sehr gut gemacht sind, diese Studien, vertrauen, dass das Risiko gesenkt wird, so eine feuchte Makuladegeneration zu bekommen. Das ist ja dann das Gleiche auch für eine fortgeschrittene trockene AMD. Auch da kann es noch zu einer Veränderung kommen. Und auch die könnte man dann womöglich mit Nahrungsergänzungsmitteln vielleicht ein bisschen nach hinten schieben. Aber also wenn man jetzt, also da kommt jetzt eben, ich blätter mal ganz kurz zurück, damit wir da über dieselben Sachen reden. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Nochmal zu dieser Einteilung, die ich vorhin gezeigt habe. In diesem Bereich hier, frühe AMD, da gibt es ja diese fortgeschrittene, intermediäre, frühe AMD. Dort, in diesem Bereich, gibt es sehr gute Studien. Das sind die ARET-Studien. Nur dieser Bereich ist gemeint. Es gibt ja auch diese trockene Spätform, die sogenannte geografische Atrophie, die auch zu einer ausgeprägten Sehverschlechterung führen kann. Dort bringen diese ARETs, Nahrungsergänzungsmittel, gibt es keinen nachgewiesenen Nutzen. Und hier bei der feuchten Form erst recht nicht. Ne? Das ist also, sondern nur bei dieser frühen Makuladegeneration, wenn man viele von diesen Drusen hat. Dann wird dieser Bogen hier, also dieser Umschlag in eine späte Form, in eine feuchte Form, wird dann weniger häufig. Das weiß man. Vielleicht nochmal so zur Einteilung. Was ist jetzt eine frühe Form? Können Sie das so ein bisschen erläutern, mit anhand welcher Einschränkungen man dann schon hat? Hat man dann schon Seheinschränkungen oder hat man schon gravierende Seheeinschränkungen? Gibt es da so Anhaltspunkte? Also da ist auch das ganze Spektrum vertreten. Da gibt es Leute, die gar nichts merken bei dieser frühen Form. Also wenn man Drusen hat, das hängt dann einfach damit zusammen, wo diese Drusen sind. Ich zeige nochmal hier eine Form von dieser intermediären Form. Wenn jetzt hier eine einzelne Druse, eine größere Druse direkt unter der Netzhautmitte hier ist, dann kann das schon ausreichen, um auch eine deutliche Sehverschlechterung zu bemerken. Wenn wir jetzt uns diese Druse hier wegdenken und sagen, die ist nicht da und diese auch,
dann kann es durchaus sein, dass solche Drusen gar nicht bemerkt werden, sondern dass das eine Diagnose vom Augenarzt ist. Also es hängt also nicht nur von der Anzahl dieser Drusen ab, sondern auch, wo die sich befinden. Das ist ganz wichtig. Also je weiter sie außerhalb der Fovea sind, also außerhalb der am Makularand, desto weniger große Sehveränderungen machen sie. Genau. Also nochmal hier ein anderes Bild. Hier sieht man, also diese Drusen hier oben sind weniger wichtig als die Drusen hier in der Mitte. Das ist ganz entscheidend, wo die Drusen sich befinden. Also nicht die Anzahl der Drusen ist ausschlaggebend, sondern wo sie sich befinden. Genau. Und je näher, desto mehr Schäden verursachen sie. Genau, oder zum Beispiel auch, wenn sie mehr im Lesebereich sind, also so ein Wort, der wird ja, das wird ja nicht nur hier in der Mitte wahrgenommen, sondern auch hier in diesen horizontalen Bereichen. Mhm. Und wenn zum Beispiel, wenn hier viele Drusen sind, kann das auch beim Lesen stören. Hier oben, wenn da viele Drusen sind, dann ist das nicht so entscheidend. Also das wird dann nicht so wahrgenommen, weil man in diesem Bereich, wenn man irgendwo liest, dann wird das wird in der Horizontalen in das Auge rein projiziert. Also das heißt, die subjektive Wahrnehmung hängt immer davon ab, wo diese Drusen sich ablagern. Dankeschön. Jetzt muss ich mal gerade den Bereich wiederfinden, wo wir gerade waren. Wir waren ja bei der Therapie der feuchten Makuladegeneration. So. Kann ich noch eine Frage stellen? Bitte. Hören Sie mich? Also nochmal zu dem Thema. Bei mir ist das so, ich habe also die anfängliche AMD und ich habe auch Drusen. Und da ist folgender Effekt, der ganz interessant ist. Auf diesem Amseler Gitter sehe ich also schon mit beiden Augen leichte Wellen. Ja. Aber im Alltag habe ich den Eindruck, dass mein Gehirn das korrigiert und ich diese Linien nämlich nicht mehr so wellig da sehe. Ja. Ihr Eindruck täuscht nicht. Das Schöne ist, dass der Gesamteindruck zählt. Das heißt, genau. Und man immer zwei Bilder zum Gehirn schickt. Das linke Auge schickt ein Bild zum Gehirn und das rechte Auge schickt ein Bild zum Gehirn. Und wenn es dort irgendwelche Ausfälle gibt bei einem Auge, dann kann das durch das andere Auge ergänzt werden. Und der Eindruck, der dann in übergeordneten Bereichen des Gehirns entsteht, der ist so, als wäre alles in Ordnung. Und das ist ja eigentlich sehr gut für uns. Richtig, genau. Also diesen Effekt habe ich wahrgenommen und ich dachte mir, wie kommt das? Und wenn ich mich darauf konzentriere, sehe ich wieder die Linien wellig. Und wenn ich mich nicht darauf konzentriere, sind sie gerade. Absolut. Im Grunde genommen ist das ja fantastisch, nicht? Dass das ist sehr gut. Hören, das so korrigiert, ne? Das ist also ganz toll. Und ich habe natürlich jetzt anfänglich auch Gesichter, sehe ich nicht mehr so scharf, dass ich die Bekannten auf der Straße ganz spät erst erkenne. Ja. Ein Mann sagt, oh, da kommt die und die. Und ich denke, oh Gott, die habe ich überhaupt nicht erkannt. Das fängt jetzt an bei mir, ne? Ja. Also genau das sind ganz typische Sachen, die Sie auch gerade berichten. Also das wird einem sehr häufig als Arzt in der Sprechstunde von Patienten berichtet. Ja. Also man hat da schon so seine Ausgleichsmechanismen, die man auch gar nicht selber entdecken kann, sondern das macht das Gehirn von ganz alleine. Ja. Es rechnet dann einfach die Welt so hin, dass es eigentlich so im Großen und Ganzen schon passt. Und wenn es dann so ein bisschen anspruchsvoller Bereiche geht, wie Gesichter auf der anderen Straßenseite erkennen oder eben kleine Sachen auf einer Packungsbeilage oder im Supermarkt, was ist denn da überhaupt drin in dem Gericht, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, dann fällt es einem wieder ein, dass das Sehen vielleicht doch nicht ganz so gut ist, aber ja. Okay. Dass man also so eine Selbsttäuschung, die einem sehr viel hilft, auch in der Lage. Genau. Wo ich jetzt gerade beim Sprechen bin und dann habe ich eigentlich meine Fragen sind dann alle beantwortet. Bei der Therapie, ich mache kalte Gesichtsgüsse. Ist das gut für die Augen oder ist es nicht gut für die Augen? Wird also das auch durchblutet? Das ist weder gut noch schlecht, ne? Wenn es Ihnen angenehm erscheint. Ja. Für den einen ist das ein Graus, für den anderen ist es wunderbar. Aber also fürs Auge ist das weder noch. Okay. Ne? Also das können Sie auf jeden Fall machen. Gut, danke. Ja.
Und das gilt einfach, da muss man, da haben auch viele Patienten sehr viel Sorge, wo wir gerade bei dem Thema sind. Also wenn man so eine Makuladegeneration hat, dann kann man eigentlich kaum was falsch oder richtig machen. Also das läuft von außen sehr unbeeindruckt ab. Also man kriegt ja sehr viele Tipps und Tricks, die sind zwar gut gemeint aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, von der Familie, aber so eine Makuladegeneration, das ist, sie können eben das Älterwerden nicht beeinflussen, sie können die Genetik nicht beeinflussen. Mit dem Rauchen, wenn Sie jetzt schon 50 Jahre geraucht haben, jeden Tag 2 Schachteln, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr viel bringen. Aber generell ist es natürlich anzuraten, aufzuhören mit dem Rauchen. Aber also Sie können das Schlechteste, was Sie machen können, ist, nicht zum Augenarzt zu gehen oder Symptome, die Sie wahrnehmen, nicht ernst zu nehmen. Das ist das Einzige, was Sie falsch machen können. Ansonsten, es wird viel gefragt, muss ich eine Sonnenbrille aufsetzen? Soll ich nicht rausgehen? Soll ich weniger lesen? Das können Sie alles, gerade in unseren Breiten. Also man kann sich nicht über zu viel Sonne hier beklagen, im Münsterland zumindest. Das können Sie alles getrost vergessen. Und wenn Sie eine Sonnenbrille aufsetzen möchten, können Sie das gerne tun. Aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie einen großen, entscheidenden Unterschied macht. Dann kommen wir vielleicht nochmal zum Schluss dann zu der Spritzentherapie. Das sind sogenannte IVOMs, vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört. Das sind also Medikamente, die in den Glaskörperraum eingegeben werden. Ich zeige dazu nochmal eine kleine Animation. Leider sind das Medikamente, die über nur wenige Wochen, etwa so 4 Wochen wirken. Da wird Herr Lomatsch nochmal, aber jetzt werde ich gerade aus. Da muss ich einmal ganz kurz dran gehen, da muss ich einmal anrufen, dran gehen. Schalte ich mal stumm. Da ist nämlich der OP jetzt. Ja, das hatte Frau Witt ja eben schon angekündigt, dass der Herr Gutfleisch eine dringende, nicht verschiebbare Operation hat. Und da möchten wir natürlich nicht im Wege stehen. Ansonsten wird gleich Herr Professor Lomatsch übernehmen. Da ist er schon wieder. Kann man mich hören? Ja. Okay. Achso, dann hatte ich dachte, ich hätte mich. Alles klar. Also das dauert noch ein bisschen hier mit der Narkose. Dauert noch eine Stunde. Das heißt, ich kann hier noch das kurz auch dann zu Ende führen. Genau, also da wird Herr Lomatsch nochmal einiges zu sagen, auch was vielleicht auch diese Last der Therapie nochmal reduzieren wird von Medikamenten, die möglicherweise ein bisschen länger wirken. Und die größte Gefahr bei diesen Spritzen, das muss man ganz klar sagen, gerade in Deutschland, seltsamerweise, ist die Gefahr der Unterbehandlung, dass man zu wenig von diesen Spritzen bekommt. Das läuft in anderen Ländern deutlich besser, wenn man das vergleicht, weil nämlich eine Unterbehandlung häufig vergesellschaftet ist mit einer Sehverschlechterung, die dann auch nicht mehr wieder zu bekommen ist. Und was man noch generell sagen kann, ist, dass es auch eine Grenze gibt, wo man dann irgendwann nicht mehr behandelt, weil die Sehschärfe insgesamt zu schlecht geworden ist. Und man sollte eher eine frühere Wiederbehandlung als eine zu späte Wiederbehandlung anstreben. Auch wenn das insgesamt nicht angenehm ist, das ist mir vollkommen klar. Keiner möchte eine Spritze zu viel ins Auge bekommen, aber tendenziell muss man wirklich sagen, dass es in Deutschland eher eine Situation der Unterversorgung oder Untertherapie hat. Ich möchte ganz kurz dann auch nochmal, jetzt bin ich hier ganz falsch. Hier waren wir nochmal es gibt verschiedene Medikamente. Man muss sagen, dass bis auf das noch nicht in Deutschland auf das, beziehungsweise auf das Faricimab, das unterste, was wir sehen, ist, kommt das alles aus derselben Schublade. Es gibt durchaus mal Patienten, die besser auf das eine oder andere Therapeutikum reagieren, aber wenn Sie schon die erforderliche Anzahl der Spritzen, wenn Sie schon eine Situation haben der Untertherapie, dann ist es im Prinzip egal, welches dieser Spritzen Sie bekommen, dann lösen Sie das Problem nicht, sondern Sie können nur mit diesen verschiedenen Spritzen jonglieren oder versuchen, nochmal eine Verbesserung zu erreichen, wenn Sie überhaupt in einer guten Versorgungsstruktur gelandet sind. Das Prolocizumab, das BioView, hat nochmal eine besondere Besonderheit. Das wird nicht ganz so breit angewendet, weil es ein etwas erhöhtes Risikoprofil bei der Anwendung hat. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber echt erstmal möchte ich Ihnen nochmal zeigen, was da genau passiert. Man hat hier nochmal das Auge im Querschnitt
Und dann wird also dieses Medikament in den Glaskörperraum, in das Augeninnere eingespritzt und kann sich dann dort auch an den, im Bereich der Makula verteilen und dann dort eben wirken. Dieses Medikament bleibt, wie gesagt, etwa 4 Wochen im Auge, aber baut sich dann immer weiter ab. Das ist ein ganz normaler Prozess, der mit jedem Medikament, ja egal, ob Sie das als Tablette oder als Spritze ins Auge nehmen, es wird die meisten oder es wird eigentlich immer irgendwie dann ausgeschieden aus dem Körper und ist dann nicht mehr vorhanden und kann dann auch nicht mehr wirken. Und ich möchte jetzt ganz kurz nochmal, ich hoffe, es geht jetzt nicht zu sehr ins Detail. Ich werde es nicht zu detailliert erklären, weil das einfach auch sehr komplex ist. Da muss man sich einfach irgendwie auch auf einen Augenarzt verlassen. Aber ich werde es trotzdem mal ansprechen. Verschiedene Behandlungsschemata und die ich jetzt vorstelle, die gelten eben nicht für das Brodozitzumab und das Faricimab. Das sind diese beiden neueren oder ganz neuen Wirkstoffe, sondern auf die bisherigen, die schon sehr lange auf dem Markt sind und die sehr etabliert sind. Also das man kann prinzipiell das Lucentis jeden Monat spritzen. Das ist also sozusagen die Maximaltherapie, wird aber nicht empfohlen, weil man einfach dann sich das Risiko der Spritze an sich ist dann sehr, sehr hoch. Also gar nicht mal das Risiko des Wirkstoffes, sondern der Prozedur an sich. Aber für alle diese klassischen Spritzen gilt, dass man so einen sogenannten Dreier-Upload macht, also so eine Dreier-Kur, ja, also dass man 3 Stück im Abstand von 4 Wochen macht und nach diesen 3 Spritzen dann schaut. Das gilt und danach kann man eben verschieden fortführen. Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt auch so ein bisschen von der Lebenssituation und der Region, in der man lebt, zusammen. Also wir machen ganz häufig dieses Pro-Renata-Schema, das heißt PRN-Schema. Ich weiß nicht, ob Sie das sich erst merken wollen, aber da gibt es verschiedene Namen für, also PHN-Schema. Da macht man immer diese Dreier-Serien. Das ist das, was wir ganz häufig machen. Das hat so eine gewisse Tendenz zu einer Untertherapie, aber wenn man eine gute Anbindung an seinen Augenarzt hat und vielleicht sogar auch die Kontrollen vor Ort machen kann, dann kommt man damit auch nicht in den Bereich der Übertherapie, also dass man zu hohes Risiko bei den Spritzen selber hat. Und normalerweise wird eben dieses PRN-Schema als Dreier-Serie gemacht und dann guckt man immer mit so einer OCT-Kontrolle, ob eine weitere Dreier-Serie erforderlich ist. Dann kann man auch noch so ein Cut-Schema machen. Das ist also, dass man nur eine Spritze macht und dann wieder kontrolliert. Da geht es eigentlich nur, wann man die Kontrollen macht. Und wenn man dann den Punkt erreicht hat, dass man also keine weiteren Spritzen braucht, dann kann man auch einfach nur Kontrollen machen, solche OCT-Kontrollen. Wir hatten schon gerade das Thema, das wird von der Kasse auf jeden Fall übernommen. Und in den ersten 6 Monaten muss man dann alle 4 Wochen so eine Kontrolle machen. Und wenn man das Glück hat und dann eben in diesem Rahmen keine weiteren Spritzen braucht, dann kann man auch die Abstände vergrößern. Dann gibt es noch das sogenannte Treat-and-Extend-Schema. Das werden vielleicht auch einige von Ihnen kennen. Da kriegt man jedes Mal, wenn man zum Augenarzt geht, eine Spritze. Und da wird jetzt nicht, da dreht man sozusagen an einer anderen Schraube, nämlich an der Wiedereinbestellung, also an dem nächsten Termin. Da ist das so, dass man erstmal bei 4 Wochen anfängt, wieder diese Dreier-Spritzen. Das ist bei jedem, bei dieser Dreier-Serie, das ist bei allen Therapieschemata da gleich. Und dann guckt man eben nach 4 Wochen und wenn dann macht wieder so ein OCT, wenn das trocken erscheint, das OCT, also die Netzhaut im OCT trocken erscheint, dann verlängert man die Einbestellung. Also man macht dann also nach 6 Wochen die nächste Kontrolle und Spritze beim Augenarzt. Also man kommt jedes Mal eine Spritze und das Ziel ist immer so eine trockene, eine inaktive Form der feuchten Makuladegeneration zu sehen. Also die feuchte Form, wenn die einmal feucht ist, dann bleibt die auch sozusagen per Definition im eigenen feuchte Form. Da geht es nur noch darum, ob man eine aktive Form oder eine inaktive Form hat. Also diese aktive Form ist dann die Form, wo man dann den Abstand dann verkürzt wieder oder eben beibehält, wenn es schon bei 4 Wochen ist. Oder man, wenn man dann sieht, dass diese inaktiv ist, dann kann man den Abstand verlängern. Und das hat also ein bisschen andere Implikationen. Man weiß, für den der Patient weiß immer, was passiert. Und das ist einfach, das ist also quasi
Auch ein bisschen Geschmacksfrage, ob der Augenarzt diese oder jene präferiert, ob der Patient findet, dass diese oder jene Form besser für ihn geeignet ist. Jetzt möchte ich nochmal mal dieses Bio-View, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen bekommt, das wird relativ selten angewandt, obwohl es sehr, sehr neu ist oder das Neueste von denen, die noch angewendet wird. Und da ist es so, dass man gesehen hat, dass das relativ häufig, nämlich bei 4% aller Patienten, so eine Entzündung des Augeninneren macht. Das hat nichts mit Bakterien zu tun, die da irgendwie eingeschleppt werden, sondern das sind eine Reaktion des Körpers gegen diese Medikament, gegen dieses Medikament. Das gibt es bei vielen, vielen anderen Medikamenten auch. Das sind sogenannte Anti-Drug-Antibodies, also das sind Antikörper, die schon sogar, obwohl man das Medikament nie bekommen hat, schon irgendwie durch zum Beispiel einen Virusinfekt oder eine andere Erkrankung oder durch einen Autoimmunstatus, dass das wie so eine Kreuzreaktion, wie so eine quasi Kreuzallergie, ist keine Allergie, aber so eine Kreuzreaktion gegen das Medikament dann gibt. Und dann kann es eben diesen Reizzustand im Augeninneren geben. Und bei wenigen von diesen kann es eben auch dann zu Gefäßverschlüssen kommen, also so durch den Thrombosen, wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass das Blut nicht mehr so gut in das Auge reinfließen kann oder aus dem Auge rausfließen kann. Das liegt auch, oder das liegt erstens an dieser, das liegt an dieser Kreuzreaktion zustande. Aber man muss sagen, wir setzen dieses Medikament gerade dann ein, wenn wir mit diesen klassischen Medikamenten nicht wirklich weiterkommen. Die Wirkung scheint wirklich sehr stark zu sein. Und man muss auch den Abstand ein bisschen länger machen. Also man hat eigentlich das, was man sich eigentlich wünscht als Patient. Weniger Spritzen sind notwendig, hat aber insgesamt ein bisschen höheres Risiko, dass man eben so einen Reizzustand im Auge selber bekommt. Und dann dieses Faricimab, das nochmal neben dieser Anti-VEGF-Wirkung, also dieser klassischen Wirkung, die anderen Medikamente auch haben, nochmal eine andere Komponente hat. Da geht es gegen das Komplementsystem, das hat auch jeder Mensch. Also das muss man einfach wissen, dass oder kann man sich merken, dass er einfach nochmal noch einen anderen Hebel ansetzt. Da gibt es aber noch wenige Schemata oder Informationen zu diesem PRN-Schema. Und man hat den Nachteil, dass man am Anfang erstmal mehr Spritzen macht, nämlich nicht 3, sondern 4 Spritzen. Also da gibt es aber noch keine wirklich klinischen Erfahrungen. Und beim BioView haben wir gesehen, dass auch wenn die Studiendaten noch so schön aussehen, es ist immer ein Unterschied, ob man die Studiendaten hat oder ob man Daten aus dem täglichen Leben in einer Augenarztpraxis hat. Da gibt es dann durchaus mal Überraschungen und beim Faricimab gibt es einfach noch keine wirklichen Erfahrungswerte. Dann noch ein Punkt zum Medikamentenwechsel. Das wird auch häufig gefragt. Das kann man durchaus machen, dass man einfach mal das Medikament wechselt, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht wirklich weiterkommt. Ich möchte dann auch ein paar Sachen überspringen, weil das sonst insgesamt zu lang wird. Ich möchte ganz kurz, da kam ja gerade die Nachfrage, nochmal zur künstlichen Intelligenz und Augenheilkunde, das werde ich ganz kurz halten. Aber man muss sagen, künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde. Jeder benutzt Intelligenz, der schon mal ein Handy in der Hand hatte oder E-Mails benutzt. Das ist im Alltag schon gang und gäbe. Und man hat es einfach gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass künstliche Intelligenz einfach schon den ganzen Alltag durchdrungen hat. Und was wir einfach jetzt sehen, dass das auch sehr stark in die Medizin reindrängt, gerade in die Augenheilkunde, die Ophthalmologie. Also wir sind, was die Publikation angeht, weltweit, also das Fach der Augenheilkunde ist ein ganz wichtiges Thema, was künstliche Intelligenz angeht, weil gerade in der Augenheilkunde extrem viele Bilddaten generiert werden durch die vielen Untersuchungen und das also sich da geradezu anbietet, dort zu forschen. Und wir haben hier verschiedene Startups, also Unternehmen, die ganz zu Beginn der Entwicklung von Produkten oder von Softwareprodukten steht. Und da sind wir mit DeepEye als Augenzentrum am Franziskus auch mit dabei. Wir haben das letztes Jahr ausgegründet. Wir haben uns Leute gesucht, die das zu einer Produktreife führen können, weil wir glauben, dass man nicht im Forschungsbereich sich nur bewegen sollte, sondern durchaus auch in die Produktschiene gehen sollte und auch, dass auch Patienten damit
von profitieren. Da brauchen Sie jetzt gar nicht genauer hinzugucken. Das ist sehr, sehr technisch. Was ich Ihnen eigentlich nur sagen möchte, ist, dass man damit auch, wenn man ein Bild hat, ein OCT, dann kann ja ein Augenarzt und auch ein KI-Algorithmus relativ leicht Aussagen darüber treffen, was sieht man auf dem Bild. Aber für Augenärzte, auch wenn man noch so viele Jahrzehnte Berufserfahrung hat, dann kann man sehr schwer sagen, was sagt uns dieses Bild über die Zukunft aus. Und wir sind aber mittlerweile relativ gut in der Lage, zu sagen, auch solche Fragen zu beantworten, und zwar mit künstlicher Intelligenz. Das sind also, dass die einfach sehr viele Daten verarbeiten können in einer kurzen Zeit. Zum Beispiel kann man mit solchen Algorithmen sagen, wann sollte denn oder ist denn bei der nächsten Kontrolle überhaupt eine IVOM, also so eine Therapie mit einer Spritze notwendig? Ist ein Patient, der sich zum ersten Mal vorstellt, ein Patient, der sehr viele Spritzen im ersten Jahr braucht oder sehr wenig Spritzen? Das kann man heute nur mit Bauchgefühl beantworten und mit solchen Algorithmen, die jetzt auf den Markt drängen, weil sie gerade entwickelt werden, kann man sowas möglicherweise auch, oder kann man, wird man in ein, zwei, drei Jahren auch dann schon durch das OCT dann sagen können. Und ein Bild oder eine Möglichkeit, wo auch als Patient möglicherweise ein Profit oder ein Vorteil entstehen könnte, dass man irgendwann, und solche Geräte gibt es schon als Prototypen, dass man so ein OCT zu Hause stehen kann, dass man nur sein Gesicht da oder seine Augen dort hier hinhalten muss. Das Gerät würde dann diese Aufnahme machen und ein künstlicher Intelligenzalgorithmus würde dann sagen, durch einen sehr einfach ablesbaren Bildschirm zum Beispiel, man muss zum Augenarzt oder man muss nicht zum Augenarzt. Bitte nicht danach fragen, dass solche Geräte gibt es nicht zu erwerben. Das sind nur Prototypen und daran wird entwickelt. Und vielleicht können wir solche Sachen irgendwann in den nächsten 4, 5 oder 10 Jahren sehen. Das ist also in der Entwicklung und ich bin mir sicher, dass irgendwann sowas kommen wird. Daran wird ganz stark gearbeitet und es kann eine sehr große Erleichterung für die Patienten sein. Und damit möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Also nachdem Gutfleisch das Krankheitsbild der altersabhängigen Makuladegeneration vorgestellt hat, möchte ich Ihnen etwas über die Herausforderung bei der Behandlung einer chronischen Erkrankung. Und die AMD ist eine chronische. Sie haben die nicht, man behandelt sie und ist geheilt, sondern diese Erkrankung hat man ein Leben lang. Und das stellt immer eine Herausforderung dar, egal welche Krankheit es ist. Chronische Dinge sind immer schwierig, weil es eine hohe Behandlungslast für den Patienten darstellt. Und was ist das der Patient für mit einer altersabhängigen Makuladegeneration für einen Patienten? Es ist ein älterer Mensch. Und beim älteren Menschen haben wir Komorbiditäten, sagt der Arzt. In Deutsch, er hat noch andere Erkrankungen. Er hat eine kranke Hüfte, er muss zur Reha fahren, er muss Physiotherapie machen, er ist herzkrank, er hat andere Erkrankungen, die auch betreut, behandelt und auch rehabilitiert werden müssen. Insofern ist das schon eine zusätzliche Last, denn er sieht schlechter. Wenn er die Makuladegeneration hat, sieht er auch noch schlechter. Und er wird immobiler. Und da gibt es richtig gute Untersuchungen. Zum Beispiel hat eine Studie mal untersucht die Mobilität von AMD-Patienten, die schlecht sehen. Und da kam es immer hochsignifikante Unterschiede zu Nicht-AMD-Patienten. Da man hat geguckt, wie viele Schritte macht der Patient mit einer AMD und wie oft bewegt er sich? Und da kam eindeutig raus, Patienten mit einer AMD bewegen sich deutlich weniger in Schrittzahl und auch in dem, was sie tun. Und das hat wiederum Konsequenzen, denn wir wissen, Bewegung ist wichtig, aber durch das schlechte Sehen ist das weniger der Fall. Ein anderer Parameter wurde in dieser epidemiologischen Studie aus Mainz auch noch untersucht. Das war die Zahl der Ausflüge. Wie oft geht der AMD-Patient aus dem Haus? Und da ist er gegenüber der Kontrollgruppe auch deutlich und signifikant, sagt man in der Statistik, schlechter dran. Er verlässt sein Haus, seine Wohnung deutlich seltener. Natürlich, weil er eben schlecht sieht, weil er scheu ist, weil er Fragen nicht beantworten kann, Personen nicht erkannt, sich unsicher fühlt im Straßenverkehr ohnehin, beim Treppensteigen und sonst
dieser Dinge. Also das sind Unterschiede, die das schlechte Sehen ausmachen und das Ganze noch in Kombination. Das ist hier nochmal auch zusammengefasst. Die körperliche Aktivität ist schwieriger auch umzusetzen. Man braucht häufig auch Hilfe. Das Thema unabhängig zu sein, selbstständig sein Leben meistern zu können, das geht hin von Zubereitung von Mahlzeiten alleine. Wenn ich den Gasknopf nicht sehe und in ihn andrehe, sehe ich auch nicht, ob ich ihn ausgedreht habe. Und das sind nur so kleine Beispiele, die das Leben mit einer altersabhängigen Makuladegeneration für unsere älteren Patienten erheblich erschweren. Auch einkaufen, das Geld im Portemonnaie nicht sehen und man muss Patienten, die erkenne ich an der Kasse, wenn die das Portemonnaie aufmachen und halten es über den Ladentisch und sagen, nehmen Sie sich raus. Ja? Das Ganze beeinflusst auch die Psyche. Wir haben eine höhere Zahl von Depressionen bei AMD-Patienten und auch eine höhere Suizidgefahr bei Patienten mit einer AMD. Das ist nachgewiesen in Untersuchungen, nämlich blühen tut sowas auf dem Gefühl der Isolation. Die soziale Isolation, wenn der Lebenspartner nicht mehr da ist. Und das beschleunigt so eine gewisse Hilflosigkeit. Das Arbeiten, wer noch gerne arbeiten möchte, nebenbei noch irgendetwas, auch im Alter und sieht es aber nicht mehr, dann fällt so ein Hobby zusammen und das Ganze kommt in einen Zirkel, der schwierig ist. Und das haben wir untersucht, das ist auch bewiesen. Die AMD steht im Zusammenhang mit systemischen Erkrankungen, zum Beispiel kardiovaskulären Erkrankungen, Hyperlipidämien, kardiovaskuläre Mortalität sogar. Und der AMD-erkrankte Patient hat eine eingeschränkte Mobilität. Das ist ein Hauptpunkt einer chronischen Erkrankung, einer dauernden Behandlung zuzuführen, wird dadurch extrem erschwert. Man muss die Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde anbetteln, fahrt ihr mich zum Arzt, fahrt ihr mich zur Spritze, fahrt ihr mich zur Kontrolle. Daraus erwachsen auch wieder Schuldgefühle und das sensibilisiert den Patienten extrem und dadurch brechen viele Patienten auch diese Behandlung irgendwann ab. Viele Dinge wissen wir aber noch nicht. Wie begegnen wir mit klinischen Versorgung diesen Herausforderungen? Und dazu möchte ich im nächsten noch ein bisschen mehr sagen. Eingeführt wurde genau vor 15 Jahren diese Behandlung mit diesen Spritzen ins Auge, um das Gefäßwachstum zu blockieren und die Gefäße dicht zu machen. Und diese Studie, eine dänische Studie, hat das mal gezeigt. Und wenn wir uns den roten Strich angucken, das war der Startschuss. Aufgetragen in dieser Kurve ist die Inzidenz von Erblindung, gesetzlicher Erblindung mit einer Sehschärfe unter 10%. Und wir sehen, was wir erreicht haben. Wir haben mit seit 2006 hier, das ist also der Grund der Gesamterblindung und das sind AMD-Patienten. Und wir sehen, wie deutlich weniger wir in den letzten Jahren durch die Spritze gesetzlich Blinde in unserer Gesellschaft haben. Das hat alles Folgen, wenn wir weniger gesetzlich Blinde haben, nicht die Kosten nur. Es geht hin, dass die Sturzgefahr von Patienten mit AMD zurückgeht. Wir operieren weniger Hüften durch Stürze zum Beispiel. Also all diese Dinge spielen eine Rolle und da sehen wir, dass wir schon ganz gute Erfolge gemacht haben. Hier in diesen beiden Diagrammen sieht man nochmal hier an diesem Strich 2006, das ist nochmal eine dänische Studie, die zeigt, Erblindung geht zurück. Und hier eine Inzidenz der Erblindung in Sachsen. Die Sachsen haben das ja auch mal sehr gründlich von 2009 bis 2017 aufgezeigt. Und da sieht man, wie deutlich geringer die Inzidenz, also das Erleben von Erblindung in Sachsen geworden ist. Andere Augenerkrankungen, die zur Erblindung führen, haben sich dagegen nicht bewegt. Ja? Das Glaukom bleibt auf einem horizontalen Plateau. Auch die diabetische Augenerkrankung, da hätte ich mir auch mehr gewünscht, dass da noch weniger Erblindungen sind, weil wir da ja auch waren. Aber bei der AMD ist das relativ deutlich zu sehen. Und nun kriegen wir immer mehr ältere Patienten, ältere Menschen in der Bevölkerung. Das nimmt gerade deutlich zu. Deshalb haben wir natürlich auch wesentlich mehr Patienten mit einer altersabhängigen Erkrankung. Glaukom kann schon zeitig anfangen, auch die diabetische Erkrankung, Kurzsichtigkeit, das sind alles Erkrankungen, die eher anfangen. Aber durch die Alterspyramide haben wir es im Moment mit deutlich mehr Patienten mit AMD zu tun. Das Ganze ist
eine Herausforderung fürs Gesundheitssystem, für die Gesundheitspolitik, auch die Finanzierung, für die Krankenkassen eine hohe Herausforderung, aber in allererster Linie für den Patienten, was ich angedeutet habe. Ja, das Ganze geht mit einer Sehschärfenprüfung durch, mit den gerätetechnischen Untersuchungen, die der Dr. Rutfleisch vorgestellt hat, dann mit der Entscheidung zur Therapie, dann muss er angefahren werden, zur Spritze gebracht werden, er muss dann nach Hause gefahren werden. 2 bis 3 Tage später erfolgt die erste Kontrolle, ob eine Entzündung drin ist, muss er wieder irgendwie sich hinbewegen zu dem Augenarzt und das Ganze mehrfach im Jahr. Was noch nicht angesprochen wurde, wie viele Spritzen braucht ein AMD-Patient im Jahr. Und da wird empfohlen und angestrebt, 7 Spritzen im ersten Jahr, 7 Spritzen auch im zweiten Jahr wird so an. Und dann nimmt die Zahl der Spritzen im Jahr etwas ab. Aber es hat immer auch wieder eine 7-mal eine Injektionskontrolle, 2., 3. Tag und nach 4 Wochen dann wieder eine neue Kontrolle zur Folge. Also das sind so ungefähr 26 augenärztliche Visiten. Und wenn man dann den Schwiegersohn bettelt, fahre nicht, dann sind das für den 26 Urlaubstage. Das soll so ein bisschen dramatisch ausdrücken, wie hoch die Belastung auch für die Patienten ist und auch für die Familie, Freunde und Helfer. Das Schema Treat and Extend soll dem so ein bisschen gegenwirken, weil der Patient ja immer eine Spritze kriegt. Und dann verlängert man das Intervall oder verkürzt es wieder. Ja, die Anzahl der Kontrollen wurde verlängert, aber hier haben wir eben in diesem Modell auch die Gefahr einer Überbehandlung, zu viele Spritzen bekommen. Das hat der Dr. Gufler schon gesagt. Also diese Behandlungsschemata sind eher so geboren, unter dem Druck, die Patientenmengen auch zu bewältigen. Wir müssen hin zur individuellen Therapie. Da ist jeder Patient anders. Was ist für einen Patienten überhaupt wichtig? Was sind wichtige Punkte? Und das hat diese Arbeit herausgesucht. Einmal das Wichtigste für den Patienten ist die Funktion. Entweder eine Sehverbesserung im Idealfall oder eine Stabilität des Sehens. Das ist auch ein Behandlungserfolg. Das steht für den Patienten, das ist erfragt worden mit vielen Fragebögen wichtig. Der Zeitaufwand, der spielt auch eine Rolle. Und das Kuchenstück ist in den letzten 2 Jahren unter Corona größer geworden. Dass das noch wichtiger ist. Warum? Weil der Angehörige, der mich dahin fährt zu der Spritze, der durfte nicht mal mehr rein. Der musste draußen im kalten Auto sitzen oder der saß da in der Sonne bei 40 Grad und musste sich da die Zeit vertreiben. Also das sind die beiden wichtigsten Punkte, Funktion und möglichst geringer Zeitaufwand. Und hier hat man mal untersucht, was Grund war für die Patienten abzubrechen, nach einem Jahr dann nicht mehr zu kommen. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Wir Ärzte kriegen es eigentlich ja nicht mit. Die Wartezimmer sind immer voll, der OP ist immer voll, es sind so viele Patienten. Wir kriegen gar nicht mit, wie viele Patienten wir verlieren. Und wenn die nicht bleiben in der Therapie, war eigentlich, böse gesagt, schon die erste Spritze zu viel. Weil wir gerade im 2., 3. Jahr, da entscheidet sich relativ viel. Und hier sind mal aufgezeigt die Gründe für den Abbruch einer Therapie. Und das Wichtigste ist immer die große Distanz zwischen zu Hause und der Klinik. Das ist bei der Hälfte der Abbrecher ist das der Grund gewesen. Unzufriedenheit mit dem Nutzen. Das geht das Verständnis und da dieser Balken, den kann man verkleinern in dem Moment, wo man beim ersten Gespräch sagt, sie müssen behandelt werden. Das macht man mit einer Spritze. Aber wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, ist es auch ein Erfolg. Also die Erwartungshaltung ist genau besprochen werden vorher. Auch ein Grund, Belastung durch regelmäßige Arztbesuche, Augenarztbesuche, eine finanzielle Belastung. Natürlich ist es eine finanzielle Belastung, wenn Sie in Aurich wohnen und da in Ostfriesland zu einem Spritzen fahren, bei den Spritpreisen, die wir jetzt haben. Das ist also ein wirklich erheblicher Faktor. Und wenn Sie noch in der Lage sind, alleine zu fahren mit den Öffis, dann kostet die Bahnfahrt was. Soziale Isolation, das heißt also Scheue vor der ganzen Behandlungsprozedur, das ist eher weniger. Andere Erkrankungen erstaunlich auch als Grund für einen Abbruch wenig gezeigt und aufgezeigt worden.
Wir haben unsere Patienten mal untersucht, weil wir da dann irgendwann das Gefühl haben, ja, wo bleiben denn unsere? Haben wir auch welche, die ausfallen? Und dann haben wir einmal beim diabetischen Makulaödem und bei einer exudativen AMD, also bei der feuchten AMD, geschaut, wie viel wegfallen. Und der rote Kuchenstück, das sind die, die unbeabsichtigt sind. Die anderen, das sind alles Sachen, die man nachvollziehen kann. Aber ein unvorhergesehener, unbeabsichtigter Abbruch, den sah man bei den Diabetikern noch häufiger. Klar, die haben noch andere Erkrankungen, die haben eine kaputte Niere, die haben ein kaputtes Herz, Füße, Nerven. Aber immerhin ein Drittel ist verschwunden in 112 Wochen. Das heißt, innerhalb von 2 Jahren verschwindet ein Drittel der Patienten aus der Behandlung. Und dann haben wir dieses rote Kuchenstück dann auch nochmal mit einer Doktorarbeit hinterfragt, nach Gründen gesucht. Und dann sieht man eben die Anreise auch hier wieder ganz deutlich, ein großes Stück. Oder andere Erkrankungen oder verstorben, gut, das ist das am wenigsten zu beeinflussende. Aber das sind so Gründe, die eben dazu führen, dass man aus der Therapie ausscheidet. Und damit sind wir beim wesentlichen Faktor, nämlich der Faktor Patient. Und da ist es wichtig, den Patienten vom ersten Tag an mitzunehmen, den mit Informationen zu bestücken, die ihm klar macht, das ist eine chronische Erkrankung, ich muss mich darauf vorbereiten. Und was haben wir so durch viele Fragebögen, die auch wissenschaftlich publiziert worden sind, rausgefunden? Es gibt noch ein zu geringes Patientenwissen zur Erkrankung der AMD. Die Patienten müssen noch mehr Möglichkeiten bekommen, sich dazu zu informieren. Wir müssen das wahrscheinlich noch verbessern. Das ist das, was auch kritisiert wird von vielen Patienten. Und das Mobilitätsproblem wurde in dieser Arbeit auch wieder adressiert. Zeit, Verfügbarkeit von Begleitpersonen. Das sind ganz wichtige Dinge und Aufgaben, mit denen sich eigentlich unser Gesundheitssystem mit Transportmöglichkeiten mal befassen sollte und befassen muss. Das ist das, was die Patienten sagen. Regelmäßige Kontrollen sind notwendig bei über 80% der Patienten, die in der Behandlung sind. Was weiß der Patient? Nur 20% wissen, dass es chronisch ist, dass der Therapieverlauf nicht abschätzbar ist. Da wissen auch nur die Hälfte der Patienten. Also hier kommt so ein bisschen raus, da ist noch ein Informationsbedarf aus dieser Art. Und was sagt der Patient dem Arzt? Er sagt, dass die Erwartungen werden nicht erfüllt. Und hier ist ein großes Potenzial an Unzufriedenheit. Meine Mobilität ist eingeschränkt, sagt er und kritisiert es in diesen Fragebögen. Ja. Und die Unterstützung für diese Behandlung eben mit vielen Terminen und das Arrangieren und so weiter stellt eine hohe Belastung dar. Das sind also noch Lücken, wo wir mit unseren Behandlungsstrategien rein müssen, um das Ganze zu verbessern. Und wir haben schon die Begriffe Unter- und Überbehandlung gehört und die Fachgesellschaften der Augenheilkunde haben in ihren Stellungnahmen oder Empfehlungen immer den Satz drin, so viel wie nötig für die Funktion und so wenig wie möglich. So. Das ist so das, was man anstreben soll. Aber das ist nicht nur bei dem Patienten anders als bei dem Patienten, sondern es ist auch noch im linken Auge manchmal ganz anders als im rechten Auge. Und dann haben wir den Salat. Das rechte Auge braucht 4 wöchentliche Spritzen, das linke Auge braucht 4 mehr Kontrollen, aber wahrscheinlich weniger. Und das unter einen Organisationshut für Patient und Begleiter zu bringen, ist die Herausforderung. Das Ganze bezeichnet man jetzt immer heutzutage mit der Adhärenz der Patienten. Das heißt, die Bindung an der Therapie und an der Kontrolle. Und unser Ziel als Ärzte muss es sein, die Adhärenz immer sehr, sehr hoch zu halten, damit es keine Verschlechterung gibt. Es ist viel schlechter, die Funktion wieder anzuheben, nach oben zu bringen, als sie auf einem Level zu halten. Das, was wir verlieren, kriegen wir in vielen Fällen nicht mehr ganz zurück. Und wir müssen individueller werden. Fiel uns immer schwer, aber wir haben ja jetzt noch besser wirkende, wahrscheinlich länger wirksame Medikamente. Und vielleicht in der Zukunft schneide ich noch an, auch andere Applikationsformen.
Und da wird sich in Zukunft sehr viel entwickeln. Herr Dr. Gutfleisch hat das sogenannte Home-OCT, also die Selbstuntersuchung, ja schon angesprochen. Was ist also wichtig? Wie kann man die Adhärenz verbessern? Welche Aufgaben liegen da beim Arzt, bei uns? Die Aufklärung, das ist das Wichtigste. Ja? Verständnis aufbauen für die Situation, für den Patienten Verständnis auch zeigen. Das Erwartungsmanagement, ganz wichtiger Punkt, am ersten Tag und am besten mit Begleitung sagen, was dürfen Sie überhaupt erwarten. Ihnen mitnehmen, auch Fragen stellen lassen, nämlich Selbstbestimmung. Das ist auch ganz wichtig und die Patienten fahren häufig nach Hause, haben nicht genug gefragt und verzweifeln dann an den ganzen Informationen. Man muss gründlich sein in diesen Abfragen auch von Nebenwirkungen bei Patienten. Unter einer Therapie, das ist wichtig. Es gibt viele Patienten, die haben hinterher Schmerzen, trauen sich das nicht zu sagen. Das muss Dr. Lomatsch, würden Sie bitte ein bisschen näher, ja, jetzt kann man Sie wahrscheinlich wieder besser verstehen. Ist der Ton so besser? Ja, danke. Gut. Also das sind alles Dinge, die das Arzt-Patient-Verhältnis, ja, Vertrauen aufbauen in diesen langen Weg, das ist wichtig. Die Organisation, das ist unser Job als Ärzte mit unserem Team, mit den Helferinnen, dass wir durch gute Organisation die Zeit, die Verweildauer in der Praxis reduzieren. Und wichtig, das soll diese Folie noch einmal aufzeigen, ist immer die Aufklärung und dem Patienten ein Maximum an Wissen zu vermitteln. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir benutzen so eine digitale Aufklärungs so ein Programm dafür, was man auf dem iPad hat und dem Patienten am iPad mit solchen Videoclips mit Fragen dann einwilligen lässt in die Therapie, so dass er dann in diesem Gespräch auch nochmal alle seine Fragen auch nochmal los wird. Er wird in Abständen von einem halben Jahr dann nochmal erneuert. Die Aufklärung wichtig ist auch, dass wenn möglich die Begleitpersonen da mit sind, dabei sind. So kann man das Schriftbild beliebig vergrößern, dass er auch noch möglichst viel selber lesen kann. Dann gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, die Adhärenz zu erhöhen für Affine, für iPhone-Affine oder Mobilfunk-Affine, die mit Apps spielen gerne. Da gibt es unterschiedliche Apps, die verfügbar sind, wo man Arzttermine eintragen kann. Netzhautdicken mittlerweile, das ist hier schon eine veraltete Version. Also das Werte, die der Arzt im OCT ermittelt, dass man die dort einträgt und gleichzeitig noch einen Terminkalender hat. Das bietet das AMD-Netz an, also der allgemeinnütziger Verein, der sich mit der AMD sehr beschäftigt und um die Patienten kümmert. Dieses AMD-Netz neben Veranstaltung führt, hat solche, diese App eben auch entwickelt. Was man auch bei uns gut funktioniert im ländlichen westfälischen Bereich, ist eine Kooperation der Augenärzte untereinander, dass wir als Injektionszentrum mit unserem OP da sind, aber die Kontrolluntersuchungen beim Hausaugenarzt stattfinden. Der hat so ein OCT, der ist dann in Coesfeld oder noch nördlicher Rheine und macht das OCT und über eine telemedizinische Kooperation befunden wir bei uns und sagen, ja, der muss gespritzt werden, der muss eine Behandlung bekommen und dann kriegt er automatisch einen Terminslot und kommt nur zur Spritze. Auch das ist eine Möglichkeit, die Behandlungslast für den Patienten zu reduzieren. Und mit dieser telemedizinischen Kooperation haben wir es geschafft, die in Deutschland ermittelten Verläufe von Funktion im täglichen Leben, also unter Real-World-Bedingungen, deutlich zu verbessern. Unsere Ergebnisse sind die blaue Linie über den Zeitraum hinweg. Und die rote Linie ist das, was so in dieser, die ist aber schon älter gewesen, die Studie, wo wir eben viele Patienten auch verloren haben. Also man muss, und das sind jedes Zentrum hat da eigene Tools entwickelt, den Patienten halten, Recall-Systeme, wir rufen auch Patienten an, die es vergessen haben, wo bleiben sie, was ist dazwischen gekommen, können wir was helfen. Nur so können sie dieses Funktionsplateau
auch erhalten. Denn auch eine kleine Unterbrechung, ein Ausscheiden wegen einer Grippe oder wegen einer anderen Erkrankung, wo die Injektion ausbleibt, führt zu einer Sehverschlechterung. Das haben wir hier gesehen. Keine wichtige Statistik oder Grafik, aber wir sehen hier einen Zacken nach unten, der ziemlich deutlich sichtbar ist. Da ging alles runter, das war der Zeit der Pandemie, vom Shutdown. Da war die Zeit des Shutdowns, sind die Patienten nicht gekommen, sind alle zu Hause geblieben, wir konnten nicht aufmachen und dann kamen sie wieder und dann hat man gesehen, dass die Funktion, die Anzahl der Kontrollen, die Anzahl der Spritzen ist dann deutlich weniger geworden. Und hier sieht man die Funktion noch einmal, diesen Bereich geht es hoch. Hoch heißt schlecht in dieser Darstellung. Alles, was hoch geht, ist schlecht. Ausgelöst durch den Lockdown ging die Funktion, die Sehverschlechterung bei unseren Patienten, hier 600, die wir untersucht haben, ging es hoch. Jetzt sehen Sie hier, die das vielleicht erkennen können, dass hier ist auch schon mal hochgegangen, 2019, was ist denn da gewesen? Das haben wir uns nicht erklären können, bis uns einfiel, da war eine große Grippewelle mal und die Osterferien, wo die Augenärzte alle in den Ferien waren. Das kriegt man alles nicht mit, diese Daten, aber es führt immer wieder zu einer Verringerung der Funktion. Diese Medikamente hat der Rufer schon aufgezeigt und das sind die beiden neuen. Faricimab ist jetzt zugelassen, ist erhältlich, aber dann gibt es noch Preissachen und mit Krankenkassen und dann. Aber es ist erhältlich, sowohl für die AMD als auch für das diabetische Makuladem. Rolutizumab ist ausreichend vorgestellt worden von Herrn Gutfleisch. Und das sind leider eben nur alles Medikamente, die die Gefäße abdichten sollen und das Weiterwachstum verhindern sollen. Das sind keine, nicht viel Hebel. Da ist ein diabetische Makuladem besser ausgestattet. Da hat man noch den Laser als Alternative und man hat auch noch die Steroide, die Cortisone als mögliche Alternative. Das habe ich angesprochen mit Blick nach vorne. Das ist ein sogenanntes Port Delivery System, damit man diese vielen Spritzen und Kontrollen vielleicht mal überwinden kann bei bestimmten Patienten. Das näht man, das ist wie ein Container. Sie sehen das hier rechts, das ist wie ein Container. Da ist ein Platinstaub drin als Diffusionsstrecke. Und hier wird dann betankt mit Lucentis oder mit Eylea in Zukunft. Jetzt die Studie ist mit Lucentis gemacht worden. Und dann macht man hier ein Löchlein ins Auge, in einem Bereich, wo das geht, wo keine Netzhaut ist, und steckt diesen Container ins Auge rein und näht dann die Bindehaut wieder oben drüber. Und wenn man den Patienten untersucht, sieht man hier dann so ein Stück Container sehen. Und manche Patienten, bei denen das in der Studie reingebaut ist, haben das auch im Blick, haben da was gesehen. Und es sind da Ergebnisse erreicht worden von einem andauernden Wirksamkeit von über einem halben Jahr. Also die sind dann ein halbes Jahr in der Studie natürlich kontrolliert worden, aber mussten nicht behandelt werden. Und die Zulassung geht jetzt sogar, glaube ich, Richtung 9 Monate, dass man erst nach 9 Monaten wieder was machen muss. Und das macht man dann, man geht dahin an dieses Ding hier und spritzt in diesen Container die nächste Ladung Medikament. Und dann ist wieder für ein halbes bis dreiviertel Jahr Ruhe. Und dann wird es nachgeladen. Das ist erstmal nur für sich, gar nicht mit AMD, jetzt erstmal für sich eine hochinnovative Sache, aber mit natürlich hoher Komplikationsrate auch noch verknüpft. Das muss man wissen im Moment. Auch das Nachspritzen ist nicht ganz so einfach. Aber es gibt sicherlich Patienten, für die das, immobile Patienten zum Beispiel, oder Patienten, die noch relativ jung sind und berufstätig sind, nicht dauernd die Spritze vertragen, die noch eine gute Bindehaut hier haben. Es wird sicherlich eine therapeutische Nische von Patienten geben, für die dieses System eine Alternative zu dem jetzigen ist, eben zu den vielen Spritzen, die da gebraucht werden. Die geografische Atrophie, also die atrophe Form, die trockene Form, hat Herr Gutfleisch auch vorgestellt. Hier sind mal 2 Formen. Das sieht man nicht so schön in diesen Bildern, aber wenn man die Fundusautofluoreszenz ansieht, dann sieht man, wie groß diese Fläche ist, die nicht mehr
funktionieren kann. Und da sind wir kurz vorm Durchbruch, auch mit Spritzen etwas zu machen. Sie sehen hier in dem Video, wie die Fläche wächst über ein Jahr. Das ist nur von einem Jahr, wie sich das ganz viele Bilder gemacht, zusammengestellt und über ein Jahr eben doch erheblich ausbreitet. Das Home-OCT, das brauche ich gar nicht mehr ansprechen, das hat er auch schon vorgestellt. Das ist in der Erprobung, da braucht man die künstliche Intelligenz dazu, das ist ganz klar. Und will nochmal hier zurück zu diesem Video, wenn Sie das sehen. Wenn wir dann ein Medikament haben, eventuell im nächsten Jahr, wird das auch gespritzt. Alle 4 Wochen, eventuell auch alle 8 Wochen. Darüber entscheidet die Zulassungskommission jetzt noch. Aber wie gesagt, ich habe es angedeutet, keine Verbesserung, sondern diese Ausflammen nach außen, diesen Flächenbrand, den kann man mit dem Medikament verzögern, in die Zukunft delegieren. Mehr ist das nicht. Deswegen auch hier die Erwartungshaltung, die muss man da schon relativ gedämpft halten. Aber ich verspreche mir in der Zukunft natürlich viel davon, wenn der Patient das zu Hause oder zumindest in den Seniorenheimen, dass die alle so ein Gerät haben, dann müssen die Patienten nicht transportiert werden. Nur dann, wenn da ein Schwellenwert überschritten wird und der Algorithmus sagt, bitte zur Spritze zum Augenarzt oder erstmal zur Untersuchung auch zum Augenarzt, ob da irgendwas anderes ist. Das ist natürlich letztendlich alles eine Preisfrage und diese Preise, das ist eine Wettbewerbssache. Das Home-OCT ist vor zweieinhalb Jahren vorgestellt worden. Da sprach man von 10.000 Euro, das so ein Gerät kostet. Jetzt liegen die in den USA bei 3.000 Euro. Also das Ganze wird sich auch noch von der Bildqualität verbessern, auch für die Durchführbarkeit. Das ist ja auch eine Herausforderung für einen Patienten, der 85 ist, wahrscheinlich noch einen Tremor hat oder einen Parkinson oder sowas, da die Ruhe zu behalten, dass das ein gutes Bild wird. Also dann darf es nicht vergessen zu machen, dann muss es also regelmäßig durchführen. Das hat auch nochmal einen Anspruch an eine Differenzierung des Patienten. Aber ich bin mir sicher, dass das auch so weit gehen wird, dass die Krankenkasse sagt, ja, jetzt bei einem bestimmten Preis müssen wir das in die Breite gehen. Das sind auch noch kleinere Geräte jetzt schon in der Technik. Die Medizintechnik ist da sofort immer dabei. Ja. Aber, und das liegt mir sehr am Herzen, wenn wir Ärzte dann auch nichts mehr können und gar nichts mehr bieten und eine Sehschärfe von, weiß ich nicht, 0,5 irgendwie gemessen wird, sodass man mit Spritzen auch nichts mehr verbessern kann, dann sind wir heute in einer ganz anderen Situation mit entsprechenden vergrößernden Sehhilfen, die angepasst werden können, sollten von einem ausgebildeten Optiker oder Mitarbeiter, geschulten Mitarbeiter angepasst werden, können in großem Maße auch dann verordnet werden. Und selbst ich mit meiner altersbedingten Leseschwäche, nehme mein Handy und vergrößere das schon. Und das ist gerade auf den iPads eine große Hilfe. Wir haben HDI-Qualitäten in den Fernsehgeräten, die mittlerweile 1,5 Meter Durchmesser haben. Das gab es alles vor 20 Jahren noch nicht. Also die Möglichkeiten der einer optimalen Anpassung von vergrößernden Sehhilfen halte ich für ganz wichtig. Und da hat jede Region, jede Stadt irgendwelche Systeme. Bei uns in NRW ist es das AMD-Netz, was man fragen kann, Pro Retina, der Blinden- und Sehverband. Viele Optiker bieten auch vergrößernde Sehhilfen an. Hier ist ein Pünktchen, weil ich nicht alle hier auf die Folie schreiben kann. Das ist einfach nur der Hinweis, nicht scheu zu sein, diese Dinge ausprobieren. Und manchmal sind viele Dinge dabei, die das tägliche Leben, zum Beispiel beim Einkauf mit so einer Leuchtlupe, dramatisch erleichtern können. Und wir sind froh, dass wir bei uns in unserer Praxis unsere liebe Frau Lohne haben, die sich um die Patienten kümmert und das auch anbietet. Also sollte kein Vortrag über AMD schließen, ohne auch auf die Möglichkeit zu verweisen, dass wir mit Hilfe von optischen Systemen da noch wesentlich Verbesserung bringen. Was können wir denn jetzt von diesen zwei Vorträgen so mitnehmen? Was mir wichtig ist, dass der Patient
vom ersten Tag an weiß, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt. Ja, dass es also eine lebenslange Geschichte sein kann. Und dass es viele negative Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patienten hat. Deswegen sollte man immer auch mit den Angehörigen sprechen und diese Tops, die ich genannt habe, wirklich bedenken. Wir haben Vereine, wo sich Betroffene untereinander treffen können, austauschen können. Wir sitzen ja gerade hier in dieser Veranstaltung, wo man sich untereinander auch Tipps geben kann, um das tägliche Leben deutlich zu verbessern. Wir sind als Ärzte auf der Suche nach einer individuellen Anpassung der Therapie, um eine Überbehandlung und eine Unterbehandlung zu vermeiden. Das ist unser Job. Da wird viel reingesteckt an Forschung und wissenschaftlichen, klinischen Untersuchungen. Die künstliche Intelligenz wird uns Ärzte da unterstützen. Sie wird uns nicht ersetzen, aber sie kann uns unterstützen. Und das ist, denke ich, die ganz nahe Zukunft. Und die Patienten oder die Betroffenen, auch welche von Ihnen vielleicht, die eine geografische Atrophie, also eine trockene Form haben, denen ist Hoffnung zu machen, aber bitte mit einer ganz gesunden Erwartungshaltung. Damit bin ich am Ende mit diesen Zusammenfassungen über das, was wir an Herausforderungen hinsichtlich mit AMD-Patienten in der Gesellschaft gegenwärtig sehen und haben. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Dr. Lomatsch. Ich sage schon mal gleich, Dr. Lomatsch muss um 19 Uhr in eine andere Veranstaltung. Deswegen ganz schnell die Frage, die Sie speziell an Dr. Lomatsch haben. Hier die erste, da sehe ich nur eine Telefonnummer. Das bin vielleicht ich, Claudia ja? Hippe. Ja? Und zwar fand ich es sehr interessant und vielen Dank. Und man könnte vielleicht noch bei den Studien, was ich denke, dass in der Stadt die Menschen es sicher einfacher haben mit dem ÖPNV und so, als auf dem Land, ne, wo gar keine Busse fahren. Vielleicht müssen wir da noch mehr auf unsere Politiker einwirken, dass auf dem Land eben auch der ÖPNV gefördert wird, damit das eben auch besser ist. Ist ja nicht nur bei AMD, ne, dass man zum Arzt muss. Also das wollte ich nur kurz vielleicht noch angemerkt haben. Vielen Dank. Gerne. Danke. Aber das beschreibt ja genau das Problem. Absolut, absolut richtig. Wir sind hier im ländlichen Bereich und das Hauptproblem ist der Transport. Und wir haben mittlerweile gibt es ganze Fahrgemeinschaften, die sich Taxis teilen und Großraumtaxis nehmen. Und wir legen dann die Termine so, auch sind unsere Mitarbeiter gehalten, die Termine so zu legen, dass sich solche Fahrgemeinschaften bilden können. Vielen Dank. Im Chat haben wir eine Frage. Was ist eine Fibrose und Atrophie? Atrophie, denke ich, haben wir schon. Atrophie ist der Untergang von Zellen. Wenn die Zelle tot ist und verschwindet, wird sie aufgefressen von anderen Zellen, dann ist dort eine Atrophie. Die Atrophie ist Zelluntergang mit Funktion. Die Fibrose ist die bindegewebige Umwandlung von durchbluteten Strukturen. Anders ausgedrückt, es ist eine Narbenbildung. Das ist nichts anderes als eine Narbe. Und wenn wir diese Membranen behandeln mit den Spritzen, bilden sich Narbe, Bindegewebe. Danke. Dann haben wir noch eine Frage zu Danicopan. Das sagt mir jetzt nichts. Gibt es vergleichbare Studien zu ähnlichen Wirkstoffen oder ist die Danicopan-Studie weltweit einzigartig oder führend? Ja, da geht es ja Richtung Atrophie-Therapie. Es gibt mehrere Ansätze. Wir haben das Komplementsystem. Mittlerweile werden alle Faktoren irgendwo angezapft. Wir hatten ja schon Lampazizumab, ein Medikament, das ist nicht zur Zulassung gekommen, weil es zu wenig gewirkt hat. Es gibt Tablettenstudien und es gibt auch neuroprotektive Medikamente, die in den Studien ausprobiert werden mit bekannten Substanzen. Was ich noch nicht erwähnt habe für die Atrophie, es gibt gegenwärtig auch einen Chip, den man unter die Netzhaut schieben kann, der drahtlos von einer Kamera, die der Patient dann auf sein Objekt hält, gibt es dann ein Bild Richtung Makula und in der Makula, die
ja nicht mehr da ist in der Atrophie, liegt dann dieser Chip unter der Netzhaut und der ist mit so kleinen Detektoren versehen, kann dann einen Seheindruck vermitteln. Aber das ist jetzt in der operativen Erprobung gerade, wie das vertragen wird. Da sind viele Zentren in Deutschland, die diesen Chip jetzt mal ausprobieren sollen. Dann das nächste sind gentherapeutische Ansätze, ja, dass wir also adeno-assoziierte Viren unter die Netzhaut spritzen, die wieder anfangen, die Pigmentepithelzelle anzugehen und dort ein weiteres Absterben zu verhindern. Viren sind nicht schädlich alle. Ja? Das jetzt gerade jetzt in der Zeit, das ist ein typisches Verfahren für Gentherapie, dass man die Viren eigentlich nur als Omnibus benutzt. Das sind also viele Ansätze medikamentös. Danke da nochmal. Hier ist eine Frage im Chat. Wie kann ich an der Studie teilnehmen, wenn ich sozusagen erst in einem frühen Stadium der trockenen AMD bin? Wenn man also in den Genuss kommen möchte, möglichst frühzeitig alle Medikamente auszuprobieren oder gut versorgt zu werden. Es ist verstanden. Es sind immer so verschiedene Studien laufen. Also am besten kommt man ran, wenn man seinen Augenarzt fragt, haben Sie ein Studienzentrum? Oder man geht an ein Zentrum, ein größeres Netzhautzentrum für AMD und fragt dort, haben Sie Studien, wo Sie Patienten gerade suchen? Es gibt Studien, die schließen nur Patienten ein mit einer Atrophie. Es gibt Studien, die schließen nur ein, da muss es schon die feuchte sein, also die exudative AMD. Es gibt Studien, die schließen nur Patienten mit Drusen ein. Also, aber dann immer nur so für ein Jahr, dann schließt die Studie und muss das ja auswerten und die Ergebnisse. Also das wechselt mal. Ja. Ja, oder wenn ich mich da einmischen darf, das Patientenregister der ProRetina. Richtig, da ist auch ganz richtig. Wunderbar. Professor Lomatsch, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank. Ich weiß, dass Sie auf heißen Kohlen sitzen und weg müssen und bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich bin heilfroh, dass wir uns wirklich diese 2 Stunden Zeit genommen haben und nicht noch ein anderes Thema dazu. Ich fand es unglaublich spannend. Ich sehe auch im Chat, dass hier gedankt wird für die informativen und die detaillierten Informationen vor allen Dingen. Ich frage jetzt noch mal so eine in die Runde. Gibt es noch eine Frage? Ich möchte jetzt hier niemanden so mit einer dringenden Frage nach Hause gehen lassen oder sich verabschieden hier aus der Veranstaltung. Frau Jansen, es kommt keiner mehr, kommt keine Frage. Hören Sie mich? Ja. Ich hätte noch mal eine Frage. Gibt es spezielle Sonnenbrillen, die also diesen Lichteinfall von oben oder von der Seite ausschließen können? Gibt es da was Spezielles? Das sind die sogenannten Gletscherbrillen. Ach, das also, sind die Gletscherbrillen. Ja, dann kann man sich so eine Gletscherbrille, da ist das seitliche und das von oben einstrahlende links durch so kleine Leder- oder Kunststoffteile noch abgedichtet. Häufig hilft aber schon einfach so ein Basecap, dass man von oben so einen etwas verlängerten Schirm hat. Das rate ich meinen Patienten immer, wenn die sagen, ich fühle mich geblendet, dann hilft so ein Basecap. Ja. Also es gibt ja schöne Basecap, dann hilft das eigentlich schon sehr häufig. Okay, alles klar, Dankeschön. Ja, dann denke ich, sind wir am Ende angekommen. Ja, ich habe noch, also wir können, ich würde noch gerne die anderen Veranstaltungen ankündigen, wenn das natürlich in Ordnung ist. Nur ganz kurz, ich möchte mich bedanken für die Organisation erstmal herzlich, dass wir das hier mal so erzählen dürfen und damit auch ja Betroffene und Patienten und Interessierte auch mal erreichen. Denn das ist eine größere Herausforderung, solche Dinge zu erzählen, als vor seinen Kollegen. Da ist man so auf dem Level. Das macht aber immerhin Spaß und ich bedanke mich. Ja? Dankeschön. Ganz herzlichen Dank an Sie auch. Ja, dann möchte ich noch ein bisschen Werbung machen für unsere nächsten Veranstaltungen. Als erstes möchte ich, das habe ich ja eben schon getan, mich bei Novartis bedanken für die Unterstützung dieser Veranstaltung. Morgen haben wir die Veranstaltung um 17 Uhr, die Vorstellung des Scheckheftes für AMD-Betroffene. Das ist ein Kompetenzscheckheft zur Bewahrung von Alltagskompetenzen.
zum Beispiel, wie bezahle ich im Supermarkt oder wie kann ich noch die Straße überqueren. Das macht der Herr Dr. Brunsmann, fängt an morgen um 17 Uhr. Dann am Mittwoch um 23. November um 18.30 Uhr haben wir einen Web-Talk zur AMD mit Jean Pütz. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen Jean Pütz und von der Hobbythek. Und am Donnerstag, 24. November um 16 Uhr, ist der Web-Talk zur Krankheitsbewältigung mit Heidrun Köllner. Ja, dann möchte auch ich mich ganz herzlich bedanken. Eine Sache habe ich noch. Ich habe einen Chat vergessen. Der Dr. Gutfleisch ist ja noch da. Ja. Kann eine graue Star-OP helfen gegen Blendempfindlichkeit? Ja, da muss man sich natürlich den grauen Star angucken, aber das ist ganz häufig der Fall. Gibt selten noch Leute, die hinterher mehr geblendet sind als vorher, aber das ist überhaupt nicht die Regel, sondern das ist ganz häufig, dass diese Trübungen in der Linse dann zu einer Streuung führen, so wie man das von einer sputzigen Fensterscheibe beim Autofahren kennt. Und das ist ganz häufig. Ich weiß nicht, ob es ganz übrigens ist ja, wird ganz häufig gefragt, ob eine graue Star-Operation die Makuladegeneration negativ beeinflusst. Da gibt es sehr gute Daten zu mittlerweile, dass das nicht der Fall ist. Es ist ganz, ganz häufig, dass das gefragt wird. Da besteht eine sehr große Unsicherheit. Und das möchte ich nochmal betonen, dass man unbedingt sich da nicht abhalten lassen sollte, eine graue Star-Operation durchführen zu lassen. Herzlich